Danke, danke. Dankeschön, dankeschön. Ja, ja, ja. Herzlich willkommen zu El Broski, eurer Fußball-Talkshow. Wir reden heute natürlich wieder über Fußball hier live aus Köln, aus dem Experion. Erstmal Dankeschön an euch, Applaus für euch, danke, dass ihr alle gekommen seid. Wir reden heute über alles, was so in den letzten Tagen und Wochen im internationalen und nationalen Fußball passiert ist. Außerdem steht natürlich die Weltmeisterschaft an. Wir haben viele coole Sachen, auch noch eine kleine Überraschung, die ihr sehen werdet. Könnt ihr euch drauf freuen. Ansonsten folgt uns natürlich wie immer auf den Social-Media-Kanälen. Wir sind überall aktiv, sei es YouTube, Instagram, TikTok oder auch Twitter. Könnt ihr sehr gerne mitdiskutieren. Und falls ihr auch mal hier vor Ort sein wollt, ihr seht, das Ding ist voll. Wie gesagt, nochmal Dankeschön an euch. Dann könnt ihr da uns sehr gerne auch folgen und euch da mal ein Ticket holen. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir rein und dann stelle ich euch die Gäste vor. Ja, ihr seht schon, der Look hat sich heute im Studio ein bisschen verändert. Was das Ganze auf sich hat, werdet ihr gleich erfahren. Ihr könnt euch jetzt schon mal sehr gerne die Adidas-App herunterladen, denn die sind heute Sponsor der Show und haben uns da ein paar coole Sachen ermöglicht. Einfach da mal vorbeischauen. Da gibt es auch ein WM-Quiz mit ein paar coolen Gewinnen. Einfach anmelden und das Ganze runterladen. Könnt ihr sehr gerne bei Adidas vorbeischauen. Und ich würde sagen, ich stelle euch dann mal die Gäste vor. Der erste ist Kommentator bei The Zone. Ihr werdet seine Stimme alle kennen. Einen großen Applaus bitte für Uli Hebel. Unser nächster Gast ist eine 1860 München-Legende, ist Ex-Nationalspieler und dementsprechend natürlich auch Fußballprofi. Einen großen Applaus bitte für Benny Laut. Und wer die Schalke-Pressekonferenzen guckt, der wird seinen Namen auf jeden Fall kennen. Er ist unter anderem für den Kicker als Reporter unterwegs. Einen großen Applaus bitte für Toni Leto. Und da möchte ich das Publikum für einen riesigen Applaus hier erbitten für unseren Fußballprofi, der heute mit dabei ist. Einen riesigen Applaus bitte für Johnny Burkhardt. Na, geht's dir gut? Gut hergekommen? Dankeschön, mir geht's gut, ja. 2 Stunden, war super heute. Ist entspannt von Mainz? Ja, war entspannt. Wir sind heute Morgen schon rübergefahren, sind noch ein bisschen durch Köln gelaufen. Hat alles gepasst. Dann lass uns mal bei dir anfangen. Du bist ja ein besonderer Profi, was das angeht. Wir haben gerade schon ein bisschen darüber geredet. Du bist einer der wenigen Profis, die kein Social Media benutzen. Ja, willst du wissen, warum? Ja, erzähl. Es liegt so ein bisschen daran, dass ich bei meiner Realität bleiben will, mich nicht ablenken lassen will und ich bin bis jetzt einfach ganz gut damit gefahren, nicht auf Social Media zu sein und brauchte das einfach nicht, habe keinen Drang danach und möchte mich auch nicht so darin verlieren und die ganze Zeit nur auf dem Handy scrollen, deswegen bin ich da momentan raus. Hat es vielleicht auch gewisse Vor- und Nachteile bei dir? Ja, ich glaube, es hat für mich persönlich viele Vorteile, vielleicht als Nachteil, dass eventuell ein paar Fans oder so, die gern ein bisschen was von mir privat mitkriegen würden oder so, das nicht tun. Das ist auch Sponsoring vielleicht, dann bin ich vielleicht nicht ganz so interessant, weil ich nicht so eine Reichweite habe durch Postings oder sonst was. Aber ich habe mich jetzt erstmal so entschieden.
Da fühle ich mich ja dann doch geehrt, dass du hier gelandet bist bei dem Social Media Format. Schön, dass du hier bist. Ihr seid in der Hinrunde mit Mainz. Es war so ein bisschen durchwachsen. Gab Höhen, gab Tiefen. Wie hast du es wahrgenommen? Ja, durchwachsen würde ich auch sagen. Jetzt Platz 10 ist okay. Wir hatten uns aber in einigen Phasen ein bisschen mehr erhofft. War nicht so die Konstanz drin, die wir uns erwünscht haben vor der Saison. Trotzdem ist es, glaube ich, Platz 10 ist in Ordnung. Ist ungefähr auch da, wo ihr es erwartet habt? Oder vielleicht ein bisschen unter- oder überperformt? Wie siehst du das? Ich glaube, es ist ein verdienter Platz 10. Hätten uns natürlich ein bisschen mehr erhofft jetzt. Aber gut, die Konstanz versuchen wir dann im neuen Jahr reinzubringen. Gibt es da so einen Tabellenplatz, den ihr vor der Saison ausgesprochen habt? Haltet da irgendwas Platzmäßiges an? Haben wir uns kein offizielles Ziel gesetzt oder so, auch nicht mannschaftsintern. Vielleicht kommt das noch, aber einstellig wäre schon schön. Einstellig ist das große Ziel. Wäre schön. Ist jetzt nicht das große Ziel, das sage ich jetzt mal so, ja. Wir werden auch noch über die anderen Bundesligisten sprechen, denn als erstes sprechen wir über einen kleinen Bundesliga-Rückblick. Die Hinrunde in Klein ist gespielt. Die Bundesliga geht in die Winterpause und die letzten Spieltage ließen einige Trends erkennen. Freiburg überwintert auf Platz 2 mit 5 Punkten Vorsprung auf den BVB auf Platz 6. Niko Kovac holt 4 Siege in Serie, Xabi Alonso 3. Wolfsburg kratzt an Europa, Leverkusen an der oberen Tabellenhälfte. Darf man in Dortmund wieder die T-Frage stellen und kann Schalke die Klasse halten? Jetzt bei Ed Broski. Ja, eine etwas kleinere Hinrunde ist aufgrund der Ansetzung der Weltmeisterschaft gespielt. Uli, ich fange mal bei dir an. Was ist für dich das Überraschungsteam der diesjährigen Bundesliga-Hinrunde, sage ich jetzt einfach mal? Ich glaube, mit Freiburg, also dass die so hoch sind, das ist eine Überraschung, ja. Aber ich glaube, ansonsten sind die nicht besonders überraschend. Ich hatte tatsächlich, ich nenne jetzt mal eine negative Überraschung, Leverkusen. Die hatte ich nämlich fast als Meisterschaftskandidat und das hat mich schon ein bisschen zum Teil schockiert, wie die aufgetreten sind, ehrlicherweise. Und das ist so eine negative Überraschung, wenn ich eine positive nennen müsste. Hinten raus Wolfsburg, weil ich die auch deutlich schwächer eingeschätzt habe und die haben mir hinten raus jetzt sehr gut gefallen, muss ich sagen. Toni, gehst du mit? Ja, bei Wolfsburg muss ich sagen, die waren anfangs halt nicht so gut dabei, obwohl ich da schon mehr von ihnen erwartet habe eigentlich. Also so überraschend fand ich es jetzt nicht, dass sie doch irgendwann den Sprung bekommen haben. Freiburg, überraschend, dass sie so konstant da oben drin sind. Union Berlin natürlich zeitweise eine große Überraschung, dann auch mehrere Wochen als Tabellenführer. Negativ gehe ich voll mit Leverkusen. Auch Schalke ist eine negative Überraschung, weil sie noch weniger Punkte haben aktuell. Kommen wir gleich nochmal dazu, als man hätte vermuten können. Aber ansonsten passt das so, ja, denke ich auch. Wie siehst du es, Benni? Hast du vielleicht noch einen Verein, der noch nicht genannt worden ist? Wir wurden ja schon die meisten genannt, aber ich glaube auch Bremen. Also wir haben ja auch immer so ein bisschen das, am Ende bleiben immer die letzten Spiele so in Erinnerung, deswegen Leverkusen, ja, jetzt haben sie dann gewonnen, Wolfsburg, die ja wirklich auch lange nicht gut gespielt haben, aber die letzten Spiele waren sehr erfolgreich, deswegen hat man das dann so ein bisschen positive Erinnerungen, aber auch bei den Bremern finde ich, die als Aufsteiger haben sie es sofort sehr gut gemacht gehabt, haben sich da eigentlich souverän etabliert und haben auch gute Spiele gezeigt und deswegen, klar, neben Union Berlin, die immer noch als Überraschungsteam genannt werden, obwohl sie schon so lange jetzt konstant auf dem Niveau spielen, würde ich jetzt vielleicht noch Bremen eben mit reinnehmen, die wir vorher noch nicht erwähnt haben. Da kann man sehen, dass die viel richtig gemacht haben mit ihrer Entscheidung, den Kader aus der zweiten Liga weitgehend zusammenzulassen, hauptsächlich. Schalke haben ja genau das Gegenteil gemacht und das alles neu umgemodelt. Und im Moment sieht es so aus, als wenn die Bremer das cleverer und besser gemacht haben. Es gibt ja verschiedene Modelle. Union Berlin, du hast jetzt Bremen gerade als positives Beispiel genannt, den Kader zusammenzuhalten. Bei Union Berlin gehen ja teilweise 20 Spieler pro Transferperiode über die Ladentheke. Ja, die haben natürlich den großen Vorteil, dass die ganz oft schon zumindest in etwa wissen, wo sie nächstes Jahr spielen. Also sprich, die wussten, okay, es geht entweder Conference League, Europa League und vielleicht Champions League. Das heißt, du kannst natürlich relativ früh den Kader planen, kannst dann relativ früh anfangen zu arbeiten und dann ist Urs Fischer samt Trainerteam natürlich, die sind gut genug, das alles dann sehr, sehr schnell einzuschleifen. Er fordert echt viel und ist wohl auch sehr knallhart in der Ansprache und es spielt ihn natürlich derzeit in die Karten, aber ich nenne sie deshalb jetzt gar nicht als Überraschungsteam, weil das ist ja gelernt, was die können, was die machen und ähnlich ist ja bei Freiburg auch. Das Niveau, auf dem sie es jetzt abrufen, okay, einverstanden, kann man als Überraschung titulieren, aber ansonsten
Union, ich habe den Modus jetzt inzwischen abgespeichert. Das ist völlig wurscht, wer da spielt. Die leisten großartige Arbeit rundherum. Wobei die jetzt ja ein bisschen eingebrochen sind, ne, in den letzten Spielen. Ja gut, ich meine, guck dir mal an. Das war selbst für mich als Kommentator knallhart. Ich möchte gar nicht wissen, was, also wir können Johnny da mal fragen, aber es ist ja komplett krank, was die spielen mussten jetzt. Inklusive Reisen, und das ist ja gar kein körperliches Thema, sondern es ja, muss ja ein mentales Thema sein. Das kommst gerade nach Hause, hast vielleicht mal 5-6 Stunden Schlaf und dann musst dich schon wieder mental aufs nächste Team vorbereiten und hörst dann den x-ten Videovortrag in der immer selben Stimme. Ich mag es mir nur ausmalen und finde das schon wahnsinnig anstrengend. Dann eine Frage an dich, Johnny. Ja, ja, aber ich finde es umso beeindruckender auch, dass Freiburg irgendwie das Niveau so krass auch hochgehalten hat bis zum Schluss. Ich glaube schon, wenn du nicht europäisch spielst und dann auf einmal in Europa dabei bist und dann nach Karabakh oder sonst wohin fliegst, dass das echt anstrengend ist. Ja, deswegen umso krasser, wie sie das immer wieder gehalten haben. Aber nochmal bei Union zu bleiben, ich finde es trotzdem sehr, sehr beeindruckend, wie sie immer wieder Leistungsträger ersetzen. Ob es jetzt Avoni ist, ob es Kruse ist, Andrich, das sind alles Jungs, Friedrich, wo man gedacht hat, okay, das wird echt schwierig, wenn die gehen. Und dann zaubern sie immer wieder neue, sehr starke Spieler aus dem Hut. Wir haben jetzt gerade auch über die Belastung gesprochen. Ist ja jetzt eine besondere Situation während der Weltmeisterschaft. Ihr habt ja jetzt selbst als Mainzer viele englische Wochen gehabt. Merkst du da einen großen Unterschied? Ich muss sagen, es macht schon viel Spaß, englische Wochen zu spielen. Ich finde, es hat viele Vorteile und der Körper gewöhnt sich auch daran. Ich glaube, wenn man länger hintereinander englische Wochen spielt, dann merkt man das gar nicht mehr so sehr, ob man alle 3 Tage oder alle 7 Tage spielt. Klar kannst du nicht so viel in die Trainingsarbeit stecken, aber das macht schon Spaß. Wenn du verlierst, hast du immer wieder die Chance, in 3 Tagen ein bisschen was gut zu machen. Wenn du gewinnst, kannst du einen Flow mitnehmen. Ich sehe das schon ziemlich positiv eigentlich. Uli hat das jetzt gerade angesprochen. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ihr jetzt zum Beispiel Samstag ein Spiel habt und dann direkt wieder Dienstag ran müsst? Wie sind da so grob die Abläufe? Weil normalerweise hat man ja dann vielleicht erstmal einen Tag später so ein gemütliches Auslaufen. Was sind da so die Kernunterschiede im Training? In der Vorbereitung vielleicht auch? Wenn man Samstag, Dienstag spielt, ist oft, dass man dann halt keinen freien Tag dazwischen hat. Und das Wichtigste ist einfach die Regeneration. Da wird nicht mehr groß trainiert vor Dienstag, außer die Jungs, die nicht spielen. Deswegen viel regenerieren und ein bisschen Videositzung. Man ist schon viel für die Pflege dann auch irgendwie beim Verein und so und kommt nicht so viel nach Hause. Das sind so die Abläufe, wenn es so eng getaktet ist. Machen die Spaß, die Videositzung? Mal mehr, mal weniger. Wenn du gewonnen hast, dann freust du dich so ein bisschen. Vielleicht kommt eine gute Szene von dir in der Videoanalyse. Wenn du verloren hast, dann gehst du eher mit einem Zittern rein. Oh, hoffentlich zeigt er nicht den Ballverlust oder den Ballverlust. Die Vorbereitung auf den Gegner finde ich schon immer ganz interessant zu sehen, wie das Trainerteam dann den Gegner analysiert und einschätzt und auf was man da achten muss, was für Stärken der Gegner hat, wo man ihn vielleicht knacken kann. Es ist ja Mainz ein Verein, wo man sagen kann, bei euch ist es ja alles so ein bisschen ruhiger. Natürlich habt ihr auch, wenn es mal schlecht läuft, medialen Druck. Aber es gibt ja auch Vereine, vor allem, die sich vielleicht selber weiter oben sehen würden, wo es dann doch medial ein bisschen feuriger geworden ist in der Hinrunde. Uli, wie hast du Borussia Dortmund gesehen? Am Ende dann ja doch ein bisschen hinter den eigenen Erwartungen geblieben, oder? Ja, ich glaube, wir alle. Erstmal mit hohen Erwartungen und ich glaube auch nach wie vor, dass der Transfersommer ein guter ist. Vielleicht noch nicht für diese Saison, sondern halt dann für die kommenden. Und dann immer wieder mit einem kleineren Fragezeichen in den Augen. Ich versuche es mal ganz runterzubrechen. Ich habe immer dann festgestellt... Kannst gerne ausführlich werden, das ist gar kein Problem. Okay, dann. Ja, let's go. Das ist immer eine schlechte Idee bei mir, mich ausführlich werden zu lassen. Nee, im Ernst. Dafür bist du hier. Sehr gut. Das ist gut. Nee, ich hab, je mehr ich die geguckt habe und je mehr sie selber am Ball waren und mit dem Ball machen mussten, umso schwächer habe ich sie empfunden. Das heißt, in all den Umschaltsituationen hat es für mich vergleichsweise gefestigt gewirkt. Da dachte ich, okay, das sieht gut aus, da haben sie natürlich auch die Spieler für. Sobald sie aber dann selber gegen tiefere Mannschaften, und ich meine, wir alle kennen die Bundesliga, wie dann Teams da stehen und wie sie natürlich auch auf Dortmund reagieren,
dann hat es mir relativ gelangweilt gewirkt. Und dann kamen natürlich wieder die typischen Diskussionen. Es wird ja meistens unter diesem hässlichen Mentalitätswort drunter gestülpt, wenn alle nichts mehr zu erklären wissen, dann kommt es immer da drauf raus bei Dortmund. Aber es ist teilweise ein Intensitätsproblem aus meiner Sicht, dass sie im Spiel nicht mal 20 Minuten am Stück die Intensität hochhalten, geschweige denn wirklich immer mal wieder reinkommen, sondern die zocken dann, was cool ist, ich sehe das auch gerne, aber dann verlieren die so ein bisschen den Faden und am Ende oft das Spiel halt blöderweise. Hast du da vielleicht einen Spieler, was du denkst, als Beispiel? Ich habe in der Saison, ich habe jetzt keins parat, wo ich dir das sagen könnte, ich habe ein paar in der Scouting-App nachgeschaut, ich habe keins parat, müsste ich jetzt anlügen. Ich würde jetzt mal Bremen einfach so. Das ist, was sie in der letzten Minute genau verloren haben mit 2 Gegentoren. Ja, ja, wobei. Exemplarisch? Waren es nicht Standard-Gegentore am Ende sogar? Weiß ich nicht, ob man das ranziehen kann. Ja, aber zum Beispiel das vorletzte Spiel gegen Wolfsburg. Zum Beispiel unter der Woche, also wo du. Das letzte würde ich jetzt mal wegnehmen, das war ziemlich wild gegen Gladbach. Da ging es hin und her. Ich finde, das hätte auch in die andere Richtung gehen können. Aber das Wolfsburg-Spiel, wo sie ziemlich früh 0-1 hinten waren. Wo du dann denkst, okay, das passiert halt mal, aber dann müssten sie eigentlich so gut sein, um die spielerisch dann eben trotzdem zu dominieren, irgendwann ein Tor zu machen, dann vielleicht das Spiel noch zu drehen, gewinnen. Das haben sie dann in solchen Phasen, glaube ich, wenig hinbekommen. Trotzdem, wie gesagt, manchmal sind so Kleinigkeiten wie das letzte Spiel Gladbach. Also ich weiß noch, weil da war ich am Freitag eben dort und ich wusste, wenn sie das Spiel gewinnen, sind sie zumindest mal für den Tag, wären sie Zweiter gewesen. Keiner hätte wahrscheinlich was gesagt. Sie wären in der Champions League weiter, sind im Pokal dabei, wo du sagst, ja okay, dann wäre alles gut gewesen. Aber so haben sie halt verloren, sind irgendwo jetzt im Mittelfeld und das sind halt so oft so Kleinigkeiten, die halt dann nicht gepasst haben. Aber ist ja auch nicht voll dramatisch, ne? Darf man auch nicht vergessen. Also klar, der Tabellenplatz ist jetzt wahrscheinlich nicht das, was man sich erwartet hätte, aber schauen wir mal nur drauf, wen die im Sommer verloren haben. Haben jetzt alle gedacht, dass die dann plötzlich um die deutsche Meisterschaft mitspielen. Also ja gut, ich sehe ein paar Dortmunder Trikots hier. Ich weiß nicht, was da die Erwartungshaltung war vor der Saison. Würdet ihr denn sagen, ist das eine Intensitätsfrage oder vielleicht auch eine Qualitätsfrage? Ja. Toni, vielleicht mal an dich. Intensität glaube ich nicht, das sind die schon gewohnt. Das müssen die auch gewohnt sein. Es ist halt so im Profifußball, im Spitzenfußball, da kann man jetzt nicht sagen, das ist zu intensiv. Eine Qualitätsfrage, ja, sie haben natürlich gute Einzelspieler, wenn ich nur an Bellingham denke zum Beispiel. Aber sie kriegen es nicht als Mannschaft noch nicht so richtig hin. Du hast eben das Mentalitätswort schon wieder in den Mund genommen. Das schwebt schon seit Jahren mittlerweile jetzt da über den Dortmundern. Denen gefällt das ja auch überhaupt nicht, dass das immer wieder nach vorne kommt, das Wort. Aber das hat natürlich auch irgendwie damit zu tun. Denn es geht auch im Fußball oft ganz viel über Team Spirit. Wir haben ganz viele erfolgreiche Mannschaften, die was gewonnen haben, wo man hinterher gesagt hat, die haben als Team einfach super funktioniert. Ich weiß nicht, ob das bei den Dortmundern so ist, wenn man jetzt auch da mitgekriegt hat mit Mats Hummels, dann gab es dann wieder diese kleinen Reibereien, die auf dem Platz ausgetragen worden sind. Ich glaube, dass das für so ein Teamgefüge in der Form nicht so gut ist. Ich finde das gut, dass er das sagt, dass er das anspricht, aber manchmal ist die Form dann ein bisschen schwierig und da kann was daraus entstehen, was man eigentlich nicht will. Würdest du da auch die Führungsspieler in die Verantwortung ziehen? Ja, Führungsspieler, die sind immer in der Verantwortung. Ich finde, da muss, was jetzt Mats betrifft, muss er das einfach auch merken und wissen, dass man das nicht auf dem Platz, so wie er es gemacht hat, dann angeht, das Thema, sondern irgendwie ein bisschen interner, finde ich. Ja? Auf der anderen Seite muss man sagen, da wurde ja ein ziemlich großes Ding draus gemacht. Das finde ich nun wieder auch nicht gut, weil diese ganzen Emotionen, die gehören ja nun mal zum Fußball auch dazu. Da sind wir sicherlich in der Gesellschaft heutzutage, wo vieles aufgebauscht wird, auch von Medien natürlich, die sozialen Netzwerke dann auch noch. Aber natürlich müssen die Führungsspieler vorangehen, gerade auch in Dortmund. Die haben ein paar mehr davon. Und das muss ich einfach gut finden. Das muss ich gut fügen. Und das ist manchmal schwierig. Aber du weißt ja auch als Spieler, wenn du so ein Interview gibst, was das auslöst. Also das ist ja dann schon. Sag gerne einmal konkret, welches Interview du meinst. Ich glaube, das, was du eben meintest nach dem Spiel, wo er gesagt hat, nicht nur schön spielen, jetzt irgendwie, ich kann es nicht mehr genau wie. So. Genau. Einmal das, aber ich glaube auch vorher im Spiel waren es 10 oder nach dem Spiel, wo er dann vor den Kameras, und er weiß ja, dass es gefilmt wird, zu einem mit ich glaube, erhobenem Zeigefinger, wenn mich nicht alles täuscht, weiß gar nicht mehr so genau. Das ist sicherlich eine Geste, die zum Fußball dazugehört, aber das ist das, was sensibel ist. Man muss da einfach aufpassen. Kann schwierig werden innerhalb der Mannschaft. Ich meine, John, du kannst das vielleicht auch erzählen oder sagen, wie das so für dich wäre, wenn du merkst, da ist natürlich ein Führungsspieler, der geht auf einen Mitspieler, geht er irgendwie nach dem Spiel so zu und erzählt ihm da ein paar Takte. Das kann schon mal ein bisschen schwierig werden, oder? Ja, aber ich finde das grundsätzlich nicht so schlimm. Ich bin viel bei Benny, dass jetzt beim BVB viel am
letzten Spiel festgemacht wird. Das, wäre das ein Sieg geworden, dann sähe es komplett anders aus. Jetzt ist es in Richtung Gladbach gekippt und es war wirklich sehr eng, glaube ich. Und deswegen wird da jetzt viel schlecht geredet. Ein bisschen zu viel, meiner Meinung nach. Ja, ich glaube auch, das sind ja die Dinge, dieses Bremen-Ergebnis, was du angesprochen hast, wo du halt siehst, findet halt viel in Wellenbewegung statt. Das ist, was ich mit Intensität meine, dass du, natürlich sind die das gewohnt, was englische Wochen zu gehen und so weiter. Das ist nicht mein Punkt, sondern mein Punkt ist das, im Spiel das Tempo hochhalten zu können. Und das ist, glaube ich, eher eine Frage von Spielertypen, die sie sich halt da eingeholt haben. Und das sind halt ja, das hast du recht. Großenteils junge Spieler. Das ist ja auch die Idee, die dahinter steckt. Und die werden spätestens im Sommer, nach dem heutigen Spiel von Jude Bellingham, werden sie wieder schön abkassieren, genau dafür. Und da gibt es noch 3-4 andere im Kader, die genau mit der Idee da hineingepflanzt worden sind. Darüber kann man auch mal irgendwann reden. Ist das sinnvoll, immer nur schon auf die Transfererlöse zu warten? Oder versucht man irgendwann mal, okay, vielleicht ist in dem Jahr was drin. Wahrscheinlich ist natürlich eh wieder nichts drin. Irgendwo das Geschäftsmodell von Borussia. Ja, und damit ist es auch irgendwie schon aber abgegolten. Ne? Also, trotzdem kann man ja auch mit so einem Geschäftsmodell, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Lille in Frankreich mal sagen, aber dieses Jahr geht was, wir greifen mal an. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Ja, ich glaube, das ist immer ein bisschen zweischneidiges Schwert, was Borussia Dortmund da bedient, weil einerseits möchtest du natürlich diesen Status als dieser Ausbildungsschmiede in Europa möchtest du natürlich beibehalten, sonst kommst du an diese jungen Spieler nicht ran. Jude Bellingham jetzt mal zum Beispiel, Jadon Sancho vor ein paar Jahren. Was wäre vielleicht dein Lösungsansatz? Wie kann man vielleicht die Bayern dann auch mal wirklich herausfordern? Vielleicht einen Akanji behalten, auch wenn er dann keine Ablösesumme mehr bringt. Weil ich meine, das ist ja das, was ich vorher mal kurz angedeutet habe. Akanji weg, Haaland weg. Haaland funktioniert okay bei City, Akanji noch viel besser als viele denken. Also ich gucke ja ganz viel Premier League, das sieht echt gut aus. Und das sind natürlich Typen, die dann irgendwann mal fehlen. Und dann würde ich mir vielleicht halt mal wünschen, ich kenne jetzt nicht die Zahlen und das rein finanziell, also wenn man sich jetzt mal die Transferüberschüsse anschaut und was die an Spielern in die Welt raus entwickelt haben, Glückwunsch an Dortmund, das machen sie überragend gut. Aber vielleicht wäre da mal irgendwie ein Ansatz zu finden, dass man sagt, pass mal auf, wir verpflichten jetzt mal nicht nur für 3 Jahre, sondern wir gucken mal, dass wir eine Struktur zusammenzimmern, die dann vielleicht auch in der Lage wäre, hinten raus durchzuziehen. Aber sag gerne. Darf ich noch kurz? Ich glaube, dass sie es dieses Jahr schon ein bisschen probiert haben. Also eben mit Süle und eben auch Sebastian Haller. Das ist natürlich nochmal eine ganz spezielle Geschichte. Sowas kann man natürlich auch überhaupt gar nicht mit einplanen, der jetzt auch kein Talent ist, sondern der ja auch schon als gestandener Spieler jetzt zu Dortmund kam. Und dass sie mit den beiden das schon probiert. Klar, in Haaland kann es dann eben nicht mehr halten. Du sagst, um deutscher Meister zu werden, hätte man ihn dann eben behalten müssen und dann vielleicht dann ablösefrei gehen lassen. Aber das funktioniert halt einfach nicht. Also da muss man dann auch natürlich die Dortmunder verstehen. Auch ein Jude Bellingham wirst du wahrscheinlich nicht halten können, zumindest nicht lange. Ja. Und wenn, je nachdem, wie die WM jetzt läuft. Also du sagst gerade heute, erstes WM-Spiel von ihm, erstes Tor direkt, das wichtige 1:0. Das ist dann schwierig. Ne? Die Bundesliga hat ja international so ein bisschen den Stempel. Aber wenn du dann einen englischen Spieler hast, der bei den Free Lions direkt trifft, glaubt ihr, er bleibt über den Sommer hinaus? Oh, ich kann es mir schwer vorstellen eigentlich. Danny? Ich würde auch tippen, dass er dann weggeht. Also es kommt natürlich auch darauf an, was zeigst du ihn auf. Aber dann sind wir dann wieder das, was Uli dann gesagt hat, können sie ihnen zeigen, dass er um die Meisterschaft mitspielt, dass vielleicht noch andere Spieler dazukommen. Aber ich glaube, ist dann eben das Modell und so ein Spieler, wo man sagen muss, okay, das ist einer, den können wir halt hier nicht behalten. Aber dafür holen wir halt vielleicht 3 gute andere. Wir können sehr gerne mal auf die Tabelle zusammenschauen. Wir haben es gerade gesagt, Borussia Dortmund auf dem 6. Tabellenplatz, ganz vorne, der FC Bayern München. Anfangs ein bisschen geschwächelt, aber dann doch klar gefangen, oder? Ich hatte keine Sorge um Nagelsmann und die Bayern. Die Qualität ist so überbordend gut. Das ist, glaube ich, der stärkste Kader seit langer Zeit und das heißt was. Tordifferenz spricht schon eine deutliche Sprache, ne? Ja, auch für die Liga, ehrlicherweise. Aber ja. Weil das Ärgerliche daran ist ja eigentlich, dass die ganzen Mannschaften, die gedacht haben, sie könnten Verfolger sein der Bayern, die nun mal Robert Lewandowski verloren haben. Und da muss man auch erstmal gucken, klappt das dann auch mit Mané und funktioniert das alles? Das sind ja auch anfangs Schwierigkeiten, weil sie nicht wussten, wen stellen wir jetzt da vorne eigentlich rein? Schultern wir auf mehrere Schultern?
Und besonders ärgerlich ist da einfach, dass diejenigen, die gedacht haben, die könnten Verfolger sein, ja komplett eigentlich sich verloren haben. Ja, nicht nur Leverkusen, haben wir eben als Enttäuschung schon angeführt, auch Borussia Dortmund, auch Leipzig, die dann jetzt zum Ende dann gekommen sind. Aber man hat dann gedacht, okay, die Bayern schwächeln und derjenige, der die jagt, das sind dann SC Freiburg und Union Berlin. Wo sind denn die anderen eigentlich, von denen man oder denen man zutrauen könnte, dass sie das auch über die ganze Saison über machen können? Das haben sie jetzt ein bisschen verpasst. Das aufzuholen wird natürlich schwierig. Also sagst du, nicht nur Borussia Dortmund muss da in die Pflicht genommen werden? Nein, natürlich. Borussia Dortmund, RB Leipzig, auch Bayer Leverkusen. Also, dass das da nicht funktioniert hat, das ist auch total überraschend gewesen. Ich war im Sommer im Trainingslager in Österreich mit Schalke und Leverkusen war auch nebendran im Zell am See. Dann war ich da auch ein paar Tage. Ich hatte einen total guten Eindruck von denen. Also die wirkten geschlossen, die wirkten optimistisch, die wirkten nicht überdreht, wenn man sie darauf angesprochen hat. Ich hatte ein Gespräch mit Jonathan Tah oder auch mit Robert Andrich und man hat gefragt nach, wie ist es denn mit Meisterschaft? Sie waren relativ bescheiden, das hat mir alles ganz gut gefallen. Man hat trotzdem gesehen, sie sehen schon ihre Chance, gerade jetzt bei den Bayern ohne Robert Lewandowski. Aber dass es dann so nach hinten losgeht und sich dann in die Köpfe festsetzt, das ist dann schwer und schwer aufzuholen in den nächsten oder in den letzten 19 Spielen, glaube ich, sonst noch. Wir haben gerade über Bayer Leverkusen und Führungsspieler gesprochen. Wir hatten letzte Sendung hier Amiri, der genau das bei Leverkusen bemängelt hat. Deshalb mal meine Frage an Johnny. Wie wichtig sind Führungsspieler, vor allem für solche jungen Spieler wie dich eben auch? Sehr, sehr wichtig. Immer eine Orientierung in allen Bereichen. Ich finde, einmal auf dem Platz, ja, sehr, sehr wichtig, die Arbeit auf dem Platz, aber auch neben dem Platz. Wie habe ich zu Terminen zu erscheinen? Man schaut schon immer, wenn man hochkommt, was machen die älteren Jungs, was machen die Führungsspieler, wie benehmen die sich? Und ich glaube, da ist es schon, also bei uns ist es wirklich, wirklich klasse. Wie ist es bei euch in Mainz konkret? Wir haben einige Spieler, glaube ich, Robin Zentner, Stefan Bell, Dominic Kor, Danny Da Costa, die haben alle schon viel erlebt, viele Bundesligaspiele und an denen kann man sich wirklich orientieren. Das ist auch gerade für Phasen, wenn es mal nicht so läuft, sehr wichtig. Deswegen, ja, ich glaube, ohne Führungsspieler hast du ein Problem. Was zeichnet so ein Führungsspieler für dich aus? Also ist das jemand, der viel kommuniziert, der einen dann auch mal zur Seite nimmt oder jemand, der vielleicht auch gut motivieren kann, so ähnlich wie es der Trainer vielleicht machen sollte oder was macht so ein Führungsspieler besonders? Ach, ich glaube, das muss gar nicht, es gibt jetzt gar nicht diesen einen Typ Führungsspieler, der immer alle anschreien muss und sowas braucht, finde ich gar nicht. Du brauchst klar auch kommunikative Spieler in der Mannschaft, glaube ich schon, aber vor allem, wie arbeitet derjenige, was hat er für eine Einstellung auf dem Platz, was für eine Haltung bringt er dem Sport und der täglichen Arbeit gegenüber mit. Da ist, klar spielt das Alter auch eine Rolle, aber ich glaube, dass auch etwas jüngere Spieler, jetzt nicht die Jungs, die gerade in den Profibereich kommen, aber die schon vielleicht ein paar Jahre dabei sind, dass die auch vorangehen können. Ich glaube, das sind die Punkte, die einen ein bisschen ausmachen und da sollte man aber nicht den Typus zeichnen. Wir haben jetzt gerade auf die obere Tabellenhälfte geschaut. Es ist alles sehr eng, auch für Borussia Dortmund ist noch alles drin. Lass uns dann gerne mal ein Stück nach unten gehen. Und da ist Toni ja unser Experte. Lass uns gerne über den FC Schalke 04 sprechen. Hast du sie, ich formuliere es jetzt mal so, so schlecht erwartet? So schlecht tatsächlich nicht. Also die Ausbeute von 9 Punkten ist wirklich, ist ein Graus. Das wird natürlich schwer aufzuholen sein in der Abstiegssaison. Waren es nur wenige Punkte weniger, also so weit sind sie davon gar nicht entfernt. Trotzdem sehe ich einen Unterschied zu der Abstiegssaison, was die ganze Haltung betrifft. Also ein bisschen Hoffnung tatsächlich, auch wenn es gerade nicht so aussieht, kann man haben, wenn man merkt, wie die miteinander umgehen, wie die miteinander reden, was sie sich vorgenommen haben und welche Ansätze sie jetzt vor allen Dingen auch haben. Das war vor 2 Jahren ganz anders. Da musst du uns jetzt mal ein bisschen Hoffnung geben. Haben wir Schalker hier eigentlich? Einmal ein bisschen Lärm machen? Also stark. Für Platz 18 dann hier die Reise nach Köln antreten, super. Einmal als Gegenpol Dortmund-Fans. Ja. Ein bisschen lauter. Aber nur ein bisschen. Dann mach uns mal ein bisschen Hoffnung. Wie bitte? Dann mach uns mal ein bisschen Hoffnung. Was sind die vielleicht positiven Aspekte? Also sie haben absolut erkannt, woran es hapert. Also diese Mannschaft hat einfach keine Geschwindigkeit. Das Tempo fehlt einfach. Das war im Sommer schon klar.
Da haben sie es aber verpasst, dann da noch ein bisschen nachzujustieren. Heute im Kicker auch nachzulesen, die Top-Werte bei der Geschwindigkeit, der schnellste Schalker, nämlich Henning Matriciani, ist der langsamste unter allen schnellen Spielern in der Bundesliga. Ja. Also der schnellste Schalker ist der langsamste unter den flottesten. Und das sagt einfach schon viel aus. Ja. Die brauchen natürlich für so ein Spiel, brauchen die Tempo nach vorne. Es geht nicht nur alles durch Standards und die funktionieren auf Schalke ja sowieso im Moment nicht, die Standards. Also nicht mal darauf können sie sich verlassen. Das ist sicherlich ein Problem. Sie wussten von Anfang an, dass sie in der Defensive häufig sein würden. Dann ist es natürlich schwierig, einen Simon Terodde irgendwie einzubinden. Dafür brauchst du Geschwindigkeit, du musst schnell nach vorne kommen. Wenn du das nicht hast, ist es schwierig. Das wollen sie lösen. Sie brauchen zwei schnelle Außenbahnspieler, einer links, einer rechts. Sie brauchen jemanden für die Innenverteidigung, nicht unbedingt aus Qualitätsgründen, sondern einfach, weil es zu viele Verletzte gibt. Vier Innenverteidiger, die gerade verletzt sind, von denen nicht alle zurückkommen, dann bis zum Januar. Und ich habe so den Eindruck, dass ganz viel auch am Trainer festgemacht wird. Dieser Trainerwechsel, der war wichtig. Mit Thomas Reis in den ersten 10 Spielen bin ich sicher, dass sie ein paar Punkte mehr auf dem Konto hätten, weil seine Spielansätze, Spielidee ist einfach anders, als das unter Frank Kramer war. Und ich merke das so ein bisschen, dass er das Feuer entfachen kann bei den Schalke. Man hat es jetzt gesehen in seinen 3-4 Spielen. Drei davon haben sie auch verloren, aber sie waren spielerisch gut und das haben sie sich rausgezogen. Das war auch gar nicht schön geredet von der Mannschaft. Und ich glaube, dass sie sich daran hängen und einfach sehen, dass sie noch gewinnen können. Sie müssen eine Wahnsinnsserie oder Wahnsinnspunkteausbeute haben in den letzten 19 Spielen. Müssen quasi jedes zweite Spiel gewinnen. Aber die Mainzer haben das ja auch schon mal hinbekommen in der Rückrunde. Sie waren ja zeitweise da in der Abstiegssaison von Schalke noch hinter den Schalkern. Und am Ende, also wenn ihr den Schnitt vorher gehabt hättet, wäre er in den Europapokal gestürmt. Habt ihr, glaube ich, in der Rückrunde dann noch 32 Punkte geholt. Also er ist der Experte für das, was eigentlich möglich sein kann. Und vielleicht kannst du erklären, was es braucht dafür auch in so einer Mannschaft. Also Johnny, wie habt ihr das gemacht? Ja, so einfach ist es nicht, glaube ich. Also um dir auch vielleicht noch ein bisschen Hoffnung zu machen, ich glaube, es war schon sehr, sehr eklig, dort zu spielen. Wir haben ja 3 Punkte liegen lassen auf Schalke und diese Macht, wenn die Spieler alles geben, wenn die Fans noch dabei sind, da kann Schalke schon einiges bringen. Und 9 Punkte ist zwar nicht viel, aber es sind noch nicht 17 Spieltage, es sind 15 Spieltage. Wir sind damals nach 17 mit 7 Punkten angetreten zur Rückrunde, sage ich mal. Und die Spiele, die sie jetzt unter Thomas Reis gemacht haben, da war nichts dabei wie zu Hause gegen Union Berlin, wo sie eine riesen Klatsche bekommen haben, sondern das war auch gegen die Bayern, fand ich, das war schon ganz gut und man sieht da einen Trend, dass es in die richtige Richtung geht, deswegen ja, könnte ich mir vorstellen, dass sie im neuen Jahr schon einige Punkte mehr holen. Wobei es auch nach 17 Saisonspielen bei 9 Punkten bleiben kann. Kann. Deren definitiv. Nächsten beiden Gegner sind Eintracht Frankfurt und RB Leipzig. Also vielleicht geht danach erst die Aufholjagd. Ja. Gibt einfachere Programme, ja. Was soll ich dir groß sagen? Es ist, glaube ich, also das Gute ist, und ich hoffe zumindest, dass man auf Schalke relativ schnell erkannt hat in der Saison, darum wird es gehen. Platz 16 plus. Und dass alle jetzt irgendwie wissen, in welche Richtung es geht. Ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist. Musst du ja, ne? Weil du halt, wie du es gesagt hast, ein paar klare Planstellen hast. Du wirst ja dein Spiel so nicht durchziehen können, deswegen musst du reagieren. Aber das sind ja nochmal 2 Neuzugänge zu einem Kader, der sowieso schon so ein paar links und rechts so ein paar Ideen hat, die ich nie so ganz gekriegt habe, wenn ich ehrlich bin. Welche genau meinst du? Also es gibt ganz viele so grundsätzliche Kaderbesetzungen. Wenn ich mir die Innenverteidigung anschaue, passt das zusammen? Also Yoshida ist, oder verbessere mich, aber Yoshida ist ja der sportlich Stärkste da. Ne? Und welcher andere Innenverteidiger oder welche 2 andere Innenverteidiger setzt du daneben, sodass es für ihn passt? Ich check's nicht. Also das ist jetzt natürlich wahnsinnig theoretisch, was ich sage. Wir reden ja jetzt nicht von der Bayern-München-Ausgangslage, dass du hergehst und sagst, oder was weiß ich, FIFA 23 und ich gucke, okay, cool, da brauche ich noch einen Stärke 79er und da habe ich nur einen 74er mit Potenzial 86. Das läuft ja so nicht, das ist mir schon klar. Und
ich weiß auch, wie Rufen Schröder das gemacht hat zum Teil. Das ist natürlich auch unter finanziellen Gesichtspunkten nicht immer alles ganz so leicht, das Zusammensetzen. Aber ändert am Schluss nichts, jetzt mal losgelöst von der verletzten Thematik. Was ist die Idee? Wo wolltet ihr denn hin? Also die Idee war im Sommer, und darüber kann man schon diskutieren, über diesen Weg, wir haben es eben kurz gesagt mit den Bremern, das wäre meiner Meinung nach auf Schalke auch möglich gewesen, ein Großteil der Aufstiegsmannschaft, die euphorisiert ist, ja, dass man die zusammenhält. Die gemerkt haben, das ist ein Team, da auch wieder Stichwort Team Spirit, das war da auch so. Diese Mannschaft haben sie von Anfang an total gesprengt. Das wäre aus meiner Sicht nicht nötig gewesen. Du hättest einen Martin Freisel behalten können, ja, der wäre auf jeden Fall geblieben. Mit Schwolo ist es jetzt auch nicht unbedingt viel besser, als es mit Martin Freisel gewesen wäre. Du hättest im Nachhinein, glaube ich, auch irgendwie Ko Itakura halten können, was dann natürlich wäre möglich gewesen, wenn du ja, am Ende... Ich hab anderes gehört, aber... Ja, also, ja. Einfach deshalb nicht, weil die vorher schon gesagt haben, wir wollen in diese Richtung. Dann ist okay. Itakura auch nicht mehr zu halten. Nur wenn sie gesagt hätten, wir halten einen Großteil der Aufstiegsmannschaft, hätten sich noch mehr um Darko Čolinov zum Beispiel bemüht, das wäre alles gegangen. Also war so ein paar Kaderentscheidungen, die ist einfach fragwürdig gewesen, die kann ich auch nicht so ganz nachvollziehen. Zum Beispiel, sie geben Marvin Pieringer ab nach Paderborn, weil sie sagen, dass er vielleicht für die erste Liga noch nicht taugt. Mag ja sein, bei Paderborn macht das ganz gut in der zweiten Liga. Holen als Ersatz aber zum Beispiel, als sie gemerkt haben, wir brauchen jetzt noch jemanden, holen dann Kenan Karaman. Hätten sie aus meiner Sicht auch von Anfang an Marvin Pieringer als Backup behalten können. Also das sind alles so ein paar Entscheidungen gewesen, die sie nicht gut getroffen haben. Letztes Jahr die Entscheidung von Rufen Schröder, alles umzumodeln, hat es fantastisch gemacht. Wirklich hat er eine richtig gute Mannschaft hingestellt, ohne viel Geld damals. Und dieses Jahr im Sommer ist es leider, ist die Philosophie nach hinten losgegangen. Also nimmst du da auch Rufen Schröder in die Kritik? Ja, absolut. Was heißt in die Kritik? Ja, also das erste Jahr, das er gemacht hat, war die Schulnote 1. Und das zweite Jahr jetzt ab dem Sommer mit den Transfers, die sie getätigt haben, die Abgänge, aber auch die Einkäufe, war aus meiner Sicht eher mangelhaft. Das ist ein Statement. Jetzt hat Toni, oder ihr habt gerade auch schon über den Trainertypen Reis gesprochen und den Effekt, den er mitgebracht hat. Siehst du da vielleicht auch ein Grundproblem mit der Einstellung von Frank Kramer? War das vielleicht auch irgendwo abzusehen? Wie hast du ihn gesehen auf Schalke? Ganz, ganz netter Mensch, wirklich ganz sympathisch. Selten einen Menschen erlebt, der so menschlich auch mit jemandem umgeht, konnte auch gut mit Kritik umgehen. Der war nie zickig oder sowas. Aber das sagt man ja über alle Schalke-Trainer aus den letzten 3-4 Jahren. Nee. Nee? Über wen nicht? Nee. Also David Wagner war schon so eine Type, hat nichts mit Zickigkeit zu tun, aber das war ein anderer Typ. Tedesco war natürlich auch sehr höflich, das war so ein bisschen auch Frank Kramer-Niveau, die beiden, was das betrifft. Ja. Aber man hat natürlich, das Problem von Frank Kramer war ja, dass man schon bei seiner Verpflichtung gedacht hat, also die ganze Fangemeinde ja auch, ob das gut geht, weiß ich jetzt nicht. Ja, er hatte vorher... Aber da ging es ja schon los, also genau. Das war halt... Also man hat ihm ja gar keine Chance gegeben. Also das war schon die, also jetzt im Vergleich zu Bremen, die Aufstiegseuphorie erstmal schon gedämpft, weil sie mit der Trainerwahl irgendwie nicht zufrieden sind. Wo man sagt, da kam schon mal die Stimmung, ging schon so ein bisschen ins Negative, wo man sagt, okay, der hat noch gar kein Spiel trainiert und schon sagt er, das ist nicht der richtige Trainer. Aber da wäre meine Frage, ist das die Schuld der Fans oder ist das die Schuld der Verantwortlichen? Nee, das ist... halt das Geschäft, also was halt drumherum gemacht wird. Also ich glaube, so wie wir jetzt vorher gesprochen haben, ja, der Thomas Reis, das waren jetzt gute Spiele, aber gewonnen haben sie trotzdem das eine oder andere nicht. Aber trotzdem, man spricht nicht über die Niederlage, sondern dass es gut war. Und bei Frank Kramer hat man halt sofort gesagt, ja, okay, das ist nicht der richtige Trainer, der wird das nicht schaffen. Und deswegen ist nach dem ersten Niederlage, hat man schon gesagt, ja, genau deswegen ist er nicht der Richtige. Also wie man schon rangeht an die Sache, also ihm halt einfach auch gar keine Chance gegeben hat, erfolgreich zu sein. Das kommt halt natürlich auch mit dazu und das ist halt so ein Gesamtkonstrukt, was natürlich auch von außen reingetragen wird. Die Fans dürfen nie schuld sein, ich bitte dich. Also wenn die bezahlen Eintritt, kaufen Trikots und es ist ihr Job, Emotionen dem Verein gegenüber zu zeigen und Emotionen kann ich kanalisieren und wenn es nichts ist, dann ist es nichts und dann möchte ich das auch hören. Das ist ja der fette Vorteil, den Schalke hat, dass dieser Verein so in dich reinschwappt, wie er halt ist. Deswegen, ich finde immer, wenn du einen leitenden Angestellten auswählst, wo du lange rumgedruckst hast, dann sieht es nach einer Lösung aus, so eine Konzessionslösung, ja, mit der kommen wir jetzt irgendwie klar, aber der darf auch kein Trainerteam mitbringen, was auch schon immer ein bisschen schwierig ist, finde ich. Und dann
macht man so Larifari in der Öffentlichkeit rum, dass man dann über irgendwie erklärt. Und ich meine, du hast ja Frank Kramer dann von Spieltag zu Spieltag den Druck im Gesicht ablesen können. Das war ja erstaunlich, welcher Verfall in dem Typen da ist, der eigentlich ein netter Typ ist, wie du sagst, und auch ein sehr kommunikativer Typ, der auch das irgendwann peu à peu fallen lassen musste, weil er halt gesagt hat, es fliegt mir ja alles um die Ohren. Und deshalb ist das am Ende immer, aus meiner Sicht, die Schuld derer, die viel Geld dafür bekommen, leitende Angestellte da einzusetzen, wenn sie den falsch auswählen. Entschuldige bitte. Ja, das war gar nicht mal so eine große Kritik an Frank Kramer. Natürlich kann man sagen, er hatte schon ein paar Spiele Zeit, um alle von sich zu überzeugen. Das hat er dann auch nicht geschafft, denn sein Spielsystem, seine Spielidee, die beruhte letztendlich darauf, dass die langen Bälle einfach nach vorne geschlagen. Aber das wusste man doch. Oder ist das was, was dich jetzt überrascht hat, als du Kramer gesehen hast? Das war ja der Teil, der ihn teilweise bei Bielefeld erfolgreich gemacht hat. Und ja, aber dass das nicht erfolgreich sein kann bei Schalke, dass ja, das Simon Terodde, genau. Was soll er denn mit langen Bällen? Aber da sind wir wieder, ne? Ja. Also wessen Schuld ist das? Aber das weiß er ja, das weiß man ja vorher. Ich meine, Simon Terodde hat, glaube ich, in der zweiten Liga 174 Tore am Ende gehabt und 169, glaube ich, davon aus dem Strafraum. Also er ist ja ein Strafraumstürmer. Also das kann, aber dass das halt das falsche Spiel ist, das kann man halt vielleicht nach 5 Spieltagen um die Ohren hauen, aber nicht schon vor dem ersten Spiel. Und das finde ich halt nicht, das finde ich oft nicht gerecht. Und das war bei Frank Kramer schon zum Scheitern verurteilt, weil bevor das erste Spiel absolvieren durfte als Trainer, wurde schon geschrieben. Okay, weil ich da widersprechen würde, ich glaube, der Anfang war doch gar nicht so schlecht mit Frank Kramer. Man hatte das Spiel in Köln, wo man eigentlich gut gestartet ist. Das Tor von Salazar wurde zurückgenommen. Dann gab es die glattrote Karte. Der Auftritt war jetzt nicht so verkehrt. Dann gegen Gladbach das Tor in der 90. Minute. Also ich glaube, so einen schlechten Stand nach 3 Spielen, 4 Spielen, vielleicht auch nach dem Sieg gegen Bochum, war der ja gar nicht von Frank Kramer, oder? Also das, was du gerade gesagt hast, der hatte von Anfang eigentlich keine Chance. Das hängt auch damit zusammen und das hast du gerade auch erwähnt, dass Schalke von Anfang an jemanden gesucht hat, der sein Trainerteam nicht mitbringen kann oder nicht mal einen Co-Trainer. Das ist schon schwierig heutzutage in der Branche, das ist schon unüblich. Dadurch haben die ihren Kreis total verkleinert. Ja? Und Frank Kramer war am Ende derjenige, der gesagt hat, sie wollten ja damals schon Thomas Reis holen, hat aus anderen Gründen nicht geklappt. Frank Kramer war am Ende derjenige, der gesagt hat, ja, okay, kriege ich auch so hin, ist mir egal, Mike Büskens ist da, ist dann ein Schatten auf der Bank, kein Problem. Kann man vertreten, die Meinung, aber das ist natürlich keine Rolle, der dann gestärkt in so eine Saison geht und dann fängt die Saison so an und du verlierst das Spiel und noch ein Spiel und noch ein Spiel. Dann nimmt das diese Fahrt auf und dann kommt schnell der Trainer, das Trainerwechselthema und so, das kannst du dann nicht aufhalten. Das hätte man im Sommer, war es jetzt nicht, also die Entwicklung war jetzt nicht überraschend, muss ich sagen. Also ein Abstieg auf Ansage? Nee, zumindest die Entwicklung bis hierhin war nicht, also die 9 Punkte, haben wir eben schon gesagt, sind zu wenig, aber dass sich das mit Frank Kramer eher in so eine Richtung vermutlich entwickeln würde, auch wenn sich das viele anders gewünscht hätten natürlich, wenn man realistisch drauf guckt, war das schon so ein bisschen abzusehen, muss man sagen. Jetzt bist du ja nah am Verein, bist ja wahrscheinlich auch so ein bisschen interner vernetzt. Weißt du, was jetzt auch vielleicht die anderen Punkte sind, die Thomas Reis umsetzen möchte und wo will man nach der Winterpause hin mit Schalke? Vielleicht auch spielerisch. Ja, also spielerisch, das hat man jetzt schon gesehen, das waren schon die ersten Ansätze, spielerisch nach vorne einfach. Du hast in den letzten 3-4 Spielen unter Thomas Reis kaum diese langen Bälle gesehen, oder? Also gegen euch haben sie es ja auch nicht so gemacht, dass sie nur die langen Bälle geschlagen haben und wenn, dann haben sie versucht, dann die zweiten Bälle auch zu gewinnen. Ansonsten viel von hinten raus mit Tom Kraus in der Mitte und Alex Kral, die übrigens, gerade auch Alex Kral, sehr gut funktionieren unter Thomas Reis. Unter Frank Kramer war das noch nicht so, das war ein bisschen schwieriger. Also es hängt alles so ein bisschen zusammen. Ansonsten ist Thomas Reis, er will natürlich eine Viererkette hinten spielen und dann je nachdem, ob er 2 Sechser möchte oder einen, spielt er dann im 4-2-3-1 zum Beispiel. Das ist so eine Richtung mit 2 schnellen Außenbahnspielern, zentraler in der Mitte. So, das ist so die Richtung, in die sie gehen wollen. Gerüchteküche brodelt ja schon so ein bisschen. Auf was für einen Spieler können wir uns vielleicht freuen? Weißt du da irgendjemanden? Ja, Namen würde ich jetzt noch keine sagen. In erster Linie geht es darum. Das sah aber so aus, als hättest du einen im Kopf. Bitte? Sah so aus, als hättest du einen im Kopf. Nee. In erster Linie geht es darum, dass sie sich letzte Woche... Kassiert die Spielervermittlungsprämie. da bin ich raus. Dass sie sich letzte Woche nach dem Bayern-Spiel dann auch zusammengesetzt haben und erstmal geguckt haben, was die brauchen, was will der Trainer. Ist das überhaupt umsetzbar? Weil die haben bekanntlich sehr, sehr wenig Geld. Ja. Sie werden auch nicht viel Geld einnehmen. Sie werden sich von 1, 2, 3 Spielern trennen müssen oder das auch wollen, weil sie sagen, wir brauchen einen Kaderplatz. Aber für Kerim Calhanoglu zum Beispiel oder auch einen Jordan Larsson, der bis jetzt nicht so funktioniert hat. Vielleicht ist eine Laie dann wieder im Gespräch. Möglicherweise wirst du auch nicht viel Geld für bekommen. Also das Budget ist sehr, sehr klein.
Was sie sich dann so vorgenommen haben, das klingt auf dem Papier alles sehr, sehr gut, der Plan von Peter Knebel und Co. Ich glaube, in der Umsetzung wird es schwer, weil sie sagen, sie wollen jetzt keine Spieler holen, die nur bis zum Saisonende dafür da sind, um den Klassenerhalt zu sichern, sondern sie wollen am liebsten auch in den Kaderwert investieren. Das heißt, Spieler holen, die geliehen werden, dann vielleicht auch eine Chance auf eine Option haben. Alles sehr schwer umzusetzen. Aber selbst wenn jetzt Schalke jetzt in der Winterperiode das Maximum rausholt, siehst du sie dann in ihrem Besten so stark, dass sie echt kompetitiv sind? Oder deshalb bleibt er dann trotzdem so? Die müssen kann schon sein. Also Schwolo hat sich ein bisschen stabilisiert die letzte Zeit. Wenn der das beibehält, ist da schon mal in Ordnung. Die Abwehr muss man dann gucken, wer dazukommt, beziehungsweise wann auch die Neuen dann zurückkommen. Kaminski, Vandenberg. Das Mittelfeld fand ich zuletzt sehr, sehr gut mit Tom Kraus und Alex Kral. Das hat mir gut gefallen. Und nach vorne hin glaube ich, dass die viel mehr zur Entfaltung kommen werden, weil das System von Thomas Reis das einfach auch hergibt. Mit den schnellen Spielern nach vorne, nicht nur Standards, die bis jetzt nicht viel gebracht haben. Das heißt, Simon Terodde, auch Marius Bülter, die werden noch mehr Gelegenheiten bekommen. Und am Ende sage ich, Simon Terodde funktioniert, wenn er in einer richtigen Mannschaft spielt, die für ihn passt, funktioniert er auch in der ersten Liga. Ja, das ist immer so das Thema gewesen, kann der überhaupt erste Liga, weil er in Köln nicht so funktioniert hat. Er braucht das richtige Spielsystem. Dieser Stürmer ist fantastisch, was er kann. Vor der Saison gesagt, er macht 10 Tore. Bitte? Ja, nee. Dass er was? Ist bei 2. Ja, ja, aber das Spielsystem gab es bisher einfach noch nicht. Ja. Ja, aber der weiß genau, wo der Ball hinkommt. Der braucht nicht viele Gelegenheiten. Das Tor hat er gegen euch gemacht, glaube ich. Ne? Also es ist, wie er den Ball mitgenommen hat, so mit der Hacke, das war das Spiel, ne? Ja. ist dann schwer zu stoppen, wenn er in die Situation kommt. Also wenn alles ineinander greift, kann das sein, dass sie nicht so eine ähnlich gute Rückrunde spielen wie ihr damals, aber ihr habt 32 Punkte geholt, ne, mit 28, 29 Punkten in der Rückrunde. Vielleicht könnte es was werden. Ne. War aber auch nicht euer Tag, ne? Auswärts auf Schalke? Ihr wart wirklich nicht gut. Ne? Nee, wirklich nicht. Echt schlecht, muss man echt sagen. Ja. Nach vorne ging gar nichts, aber... Ich würde gern kontern, aber... Ja, mach. Ihr habt recht, nein, ihr habt recht. Wobei es war eins von wenigen Auswärtsspielen, die ihr nicht gewonnen habt. Also in der Hinrunde wart ihr auswärts dieses Mal richtig gut. Letztes Jahr habt ihr zu Hause alles gewonnen. Wenn man das denkt, ihr wärt in der Hinrunde zu Hause ein bisschen stabiler gewesen, ein bisschen besser, wenn man die Punkte dann noch bei der Tabelle dazu nimmt. Aber also ich habe mich als Spieler auch schon schwer getan. Also man kann es einfach oft auch nicht erklären, warum klappt es jetzt auf einmal zu Hause nicht mehr, warum klappt es jetzt auswärts besser. Letztes Jahr war es genau andersrum. Also die Frage kommt ja immer mal wieder, ja, warum gewinnt ihr zu Hause nicht mehr? Aber ich finde, man kann es ganz schwer erklären. Nee, es ist unerklärlich. Letztes Jahr waren wir wirklich zu Hause teilweise auf Champions-League-Niveau. Und es hat alles funktioniert. Jetzt haben wir auswärts total gut angefangen. Und du gehst aber natürlich in jedes Spiel irgendwie gleich, bist total motiviert, wenn du zu Hause spielst, hast aber auch total Bock, auswärts zu spielen. Deswegen keine Ahnung, woher sowas kommt. Verrückt. Also alle Spieler, die man danach fragt, die gerade in so einer Situation sind, die gucken einen dann auch fragend an, so wie du, und sagen, keine Ahnung, ich kann es gar nicht erklären. Ich habe es jetzt in den letzten Wochen mitbekommen in Bochum. Ich habe ein paar Wochen VfL mitbetreut. Da war das ja auch so. Ja. Die haben ja zu Hause, schlagen Union Berlin und Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach. Und auswärts verlieren die, ich glaube, 7 Mal. Alle 7 Spiele haben sie verloren. Und das letzte jetzt dann auch gewonnen, aber die haben auch gesagt, keine Ahnung, ich weiß es nicht, woran das liegt. Kopfsache, viel Mentales dabei. Aber da verzweifelt man natürlich auch irgendwann dran. Und irgendwann hast du es im Kopf, wenn der Anpfiff ertönt, weißt du schon, okay, auswärts, schwierig. Dann lass uns einmal ganz kurz eine kleine Aussicht auf die Rückrunde geben. Uli, Schalke, wo sehen wir die am Ende der Saison? Ich breche dir ungern das Herz, aber ich muss es tun. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die drinbleiben. Das sehe ich einfach nicht. 17. Immerhin. So, also nicht wundern übrigens. Uli hat mir jetzt hier. Sag ich auch nur, weil ich hier bin, sonst wäre es 18. Ne? Ja, okay. Also Uli hat mir jetzt hier nicht das Herz gebrochen. Nicht wundern, dass ich ihn jetzt kurz rausschicke. Warum ich das tue, ist nämlich für ein kleines Special, was ihr gleich sehen werdet. Also Uli, du darfst gerne schon mal rüber in unser zweites Studio gehen. Ich mache dann mal bei dir weiter, Johnny. Ja. Auch mal einschätzen. Was denkst du, wo geht's mit Schalke hin?
Sag was Schönes. Schwierig. Was Schönes? Ja. Nein, ich finde es echt schwierig, weil jetzt auch viel noch passieren kann im Wintertransferfenster. 9 Punkte ist natürlich schon ein Brett. Fürs nächste Jahr, wenn ich eine Prognose jetzt abgeben müsste, dann würde ich auch sagen, es geht eher runter. War das der Konter, den du gerade angekündigt hast? Der schwirrt ja richtig bei ihm im Kopf rum, ne? Guckt ihn euch mal an. Alles gut. Benni? Ja, ich glaube, dass es wirklich schwierig wird, das steht außer Frage. Vielleicht, um irgendwie so was Positives ranzuziehen, vielleicht gibt es noch welche, die wirklich auch überhaupt gar keinen Lauf haben, die noch schlechter sind. Also die Hertha ist ja immer so mit dabei. Du lachst, aber das ist genau der Ansatz. Also wirklich zwei schlechtere Mannschaften finden. Oder wie du vielleicht hoffen kannst, genau. Also dass in der Rückrunde bei dem einen oder anderen auch nichts funktioniert. Das ist ganz negativ gesagt. Aber das ist natürlich eine Möglichkeit. Ich glaube schon, dass Thomas Reis da Schwung reinkriegt. Ob das dann wirklich dafür reicht, um aus eigener Kraft da nochmal ranzukommen, glaube ich ehrlich gesagt auch nicht dran. Also, wie viele Punkte hatten Mainz gerade? Wir suchen ja zwei schlechtere Mannschaften. Nein, ich glaub, ihr macht das. Ich glaube, ihr macht das. Ja, jetzt geht's aber schon langsam los hier. Ich weiß nicht, 9 mal 2 auf jeden Fall. Also, weißt du deine eigene Punktzahl nicht? Nee, ich weiß sie gerade nicht. Wir sind Zehnter mit wie vielen Punkten? Wir gucken noch mal rein. Schauen wir noch mal. Wir gucken noch mal ganz kurz, ja. 19, oder? Ja, doch, weiß ich. Siehst du? Ja, stark. Ja, aber ich glaube, wenn man hier 14, 5, ab 14 halt nimmt, das sind halt die, wo ich jetzt als also Augsburg auch noch mit rein? Wo ich die mit reinnehmen würde, wo man sagt, okay, also ist auch nicht viel. Also lass sie, gut, du hast das Programm genannt, aber gut reinstarten mit 2 Siegen und schon bist wieder mittendrin. Aber das genau das brauchst du. Das war dann, ich weiß, kann mich jetzt da nicht so erinnern, aber bei euch wahrscheinlich genau auch. Bei uns Grunde sofort. Es hat alles gepasst. Gut gestartet, dass du halt das Gefühl wieder hast, dass du dran bist. Und, Köln nimmst du auf jeden Fall raus? Ja, Köln, ja, die sind aus der Conference League. Das war, glaube ich, das, was nicht funktioniert hat. Mhm. Dass sie, wenn sie jetzt wieder nur diesen regelmäßigen Rhythmus haben, dann sehe ich die da unten nicht mit drin. Ich glaube, das hat ihnen nicht gut getan. In der Hinrunde. Der Fußball ist auch intensiv, ne? Ja, und es kommt halt dann dazu, was man nicht vergessen darf, also im Vergleich zu Freiburg, die natürlich die ersten Spiele international auch gleich gewonnen haben. Die Gruppe war durch. Du kannst natürlich ein bisschen entspannter rangehen und auch mit Regeneration, was wir auch vorher gesagt haben. Also nach einem schlechten Spiel stehst du halt am nächsten Tag auch viel schwerer auf als nach einem gewonnenen Spiel. Und das war bei den Kölnern halt ganz oft. Und ich glaube, das hat sich auch noch so ein bisschen mit reingezogen. Also die Doppelbelastung, die Reisen. Ich glaube, bei Union, dann hast du halt wieder 1-0 gewonnen. Hast zwar auch in 2 Tagen Spiel, aber du stehst einfach wieder ein bisschen frischer auf am nächsten Tag. Und das hat, glaube ich, den Kölnern natürlich komplett gefehlt, dass es da international auch nicht gut lief. Die Kaderbreite, glaube ich, auch ist bei Freiburg auch ein Tick höher. Wenn man gesehen hat, wie sie quasi die zweiten Elf im letzten Gruppenspiel aufgestellt haben und die trotzdem es richtig, richtig gut gemacht haben. Köln hat auch viel Verletzungspech, glaube ich. Deswegen hat das vielleicht nicht ganz so gut funktioniert. Julian, brauche ich noch deine Einschätzung? Zum Thema Schalke. Also neun Punkte ist schon sehr weit weg. Ich glaube, dass die Aufbruchstimmung, die ist jetzt da, die ist spürbar. Ich glaube, dass sie ein bisschen zu spät kommt. Und auch deshalb, weil, dass wir gerade auch gesagt haben, 2 Mannschaften, die schlechter sind, das wird schon schwer. Denn die Leverkusener, die dann von unten kommen, die gehen natürlich raus. Die Wolfsburger, die eine Zeit lang da unten drin waren, die gehen raus. Hertha, glaube ich, die haben sich ja auch stabilisiert, was das Spielerische betrifft. Ergebnisse waren noch nicht so richtig, aber die werden ja auch kommen, denke ich. Das ist schwer. Die Augsburger hatten eine gute Phase, sind dann jetzt zuletzt ein bisschen runtergekommen, aber dass die noch hinter den Schalkern landen. Mit Ach und Krach kommt Schalke in die Relegation.
Gegen den HSV. Schalke-Fans bleiben also auf der Suche nach zwei schlechteren Mannschaften in der aktuellen Bundesliga-Saison. Wir geben jetzt rüber, ihr habt es vielleicht schon gesehen, wir haben eine kleine Special-Appearance. Robby und Jana, die schon bei uns zu Gast waren, führen jetzt nämlich mit Uli das Wohnzimmer-Interview powered by Adidas. Was das genau ist, werdet ihr gleich sehen. Ansonsten heute nochmal wirklich ein ganz großes Dankeschön an Adidas, dass die diese Sendung hier unterstützen. Gibt es nachher auch noch was zu gewinnen, auch noch für die, die von zu Hause aus zuschauen, auch noch hinterher auf Social Media. Müsst ihr alles mal abchecken. Ihr könnt euch richtig freuen, ne? Können wir mal Lärm für Adidas machen? Einmal ganz kurz zum Antesten. Gut. Wir haben nämlich ein unterschriebenes DFB-Trikot von der aktuellen Nationalmannschaft mit allen Unterschriften. Wirklich eingeflogen, sehr stark und noch einen unterschriebenen Ball. Aber dazu gleich mehr. Wir gehen rüber zu Robby und Jana. Ja, danke schön, lieber Simon, und hallo hier aus unserem Oldschool-Wohnzimmer. Das hat auch einen Grund, unser Setting hier. Mutti und Fatti, wir erzählen ein bisschen, wir schwelgen in WM-Erinnerungen. Das tun wir nicht allein, Simon, du hast es angesprochen, sondern das tun wir mit Uli Hebel. Du wurdest im Chat schon vermisst. Du hast es dir bei uns hier gemütlich gemacht. Quasi. Oh, das ist aber schön. Das erste Mal, dass ich vermisst werde. Also er ist nicht geflüchtet, er kommt gleich wieder zurück, aber wir wollen mit Uli zusammen in alten WM-Erinnerungen schwelgen. Uli, ich bin 83er Jahrgang, du bist ein Ticken jünger. Leid. Also meine erste WM, das war die 1990er WM in Italien. Was sind deine ersten WM-Erinnerungen so? 94 war so das erste Turnier, wo ich aber wirklich nur am absoluten Rande mich dran erinnere. Bulgarien, Deutschland, Viertelfinale, glaube ich, war es. Ne? Böse, Jordan Lechkov. Genau. Da wurde im Sommer, also ich habe so absolut nebulöse Erinnerungen, da wurde im Sommer gegrillt beim Kumpel und mir wurde vorher gesagt, easy, das machen wir. Haben wir nicht gemacht, wie wir alle wissen, und das sind so die allerersten Erinnerungen. Und ich dachte damals, ich wusste ja nicht besser mit, was war ich denn damals, sechs, okay, USA ist offensichtlich eine Fußballnation. Das war nicht so. Plot Twist, sind sie nicht. Oh. Immer noch, nicht ganz, nee. Was für eine böse WM aus deutscher Sicht. Thomas Hessler, oh Gott, ich bin ja schon so alt, ich kann von vor dem Krieg erzählen, musste ins Kopfballduell gehen gegen Jordan Lechkov und da war es vorbei mit der deutschen Nationalmannschaft. Aber du bist ja auch sehr England-affin, ne? Ja. Hast du überhaupt die Weltmeisterschaften, keine Ahnung, dann 98 die nächste, so aus deutscher Brille gesehen oder schon so aus Three Lions-Sicht? Da ging es los, so langsam mit England. Ich weiß gar nicht, woher das kommt, weil 96 war dann das erste Turnier, das ich, also gut, man es halt gerade mit 8 geschaut habe und Videokassetten mir besorgt habe und so weiter. Vielleicht ist das so frühkindliche Prägung gewesen. Und dann 98 war es schon das erste Mal so, dass ich 2 bis 3 Teams immer hatte, mit denen ich mitgefiebert habe. Die Argentinier waren auch immer schon weit vorne mit dabei. Aber als dann allerspätestens Beckham so in das englische Team reinwuchs, ging es bei mir los, dass ich dann die Trikots der Engländer schon eher gehäuft habe im Schrank als die der Deutschen. Und wenn jetzt Deutschland gegen England spielt, wofür schlägt dann das Herz mehr? Also heute sehe ich es echt rein beruflich. Mir bringt es immer ehrlicherweise mehr, wenn die Engländer gewinnen, weil dann habe ich länger was zu arbeiten. Da wäre ich eher gefragt als bei den Deutschen. Heute neutral, es gab schon aber innere Diskussionen, wenn das früher so war, also so rund um die 2000er oder so, wenn es da Länderspiele gab, dann war es schon ein bisschen härter. Ich bin jetzt kein so ein Grundpatriot oder sowas und schon gar nicht im fußballerischen Bereich. Wenn die Deutschen nicht so gut waren, dann waren die Deutschen dann nicht so gut. Aber was ist so ein Moment bei dir, wo du so sagst, boah, das war so ein emotionaler WM-Moment für mich, den werde ich einfach nie vergessen, im positiven oder im negativen Sinne, ist ja mal so. War 2010, auch wenn ich da schon ein bisschen älter war, Südafrika-WM, ist eher eine, die ich sehr gerne gemocht habe. Halbfinale, weil mein Bruder und ich, wir hätten Tickets gehabt fürs Finale und wären dann geflogen am nächsten Tag. Und das werde ich Puyol und Co. nie vergessen, dass wir das nicht gemacht haben. Nie. Ja, das kann ich verstehen. Wie ist bei dir? Boah, also echt, 1990 war wirklich meine Erweckungs-WM. Ey, Lothar Matthäus, das Solo gegen Jugoslawien. Generell, also die 90er-WMs auch stark, was die Frisuren anging, ja. Nicht nur hinten raus, sondern auch die 90er, ey. Igita, Valderrama bei der kolumbianischen Mannschaft.
unfassbar. Boah, die WM hab ich aufgesogen. Aber du hast mir gerade verraten, Jana, mhm, deine Erweckungs-WM war, glaube ich, die 2-6er in Deutschland, ne? Ja, aber eigentlich eine schöne Erweckungs-EM, ja, oder? Aus deutscher Sicht, weil es halt das Sommermärchen war und es war wirklich eine Stimmung in Deutschland, die kann man so auch nicht reproduzieren. Ja. Und ja, weil ich bin ein bisschen jünger als ihr beiden mit 93er Jahrgang. Da war das wirklich für mich so der Moment oder das Turnier, wo ich auch so die Liebe zum Fußball entdeckt habe. Und ich bin bis heute zum Beispiel Anhängerin vom spanischen Fußball. Und das kommt auch von dieser WM, weil ich da den spanischen Fußball einfach lieben gelernt habe, ja, mit David Villa, Iniesta, Xabi, das war einfach Ramos, Casillas im Tor und danach ging ja auch so die Pep-Zeit dann los bei Barcelona und das war für mich, ist das so der Beginn meiner Liebe zum Fußball und deswegen bin ich bis heute, dass ich auch sage, so La Liga ist einfach so, ich bin La Liga-Kind, so, mhm, das geht auch nicht mehr weg, das kriege ich nicht mehr weg und das kommt viel daher. Sag mal, apropos Liebe, du hast ja auch einen Bruder, wer ihn nicht kennt, Yogi Hebel, auch Kommentator, ihr seid eine Familie. Ist aber keine Liebe. Das wollte ich mich gerade fragen, gab es da bei Weltmeisterschaften im Hause Hebel untereinander, keine Ahnung, ich stelle mir vor, du für England, Yogi vielleicht auch für England, Athena, vielleicht war er, keine Ahnung, für, nee, Italien oder so. Ich sag dir was über meinen Bruder, der hat echt gebettelt, dass er diese hässliche Dreiecksfrisur von Ronaldo, dem originalen Ronaldo, bekommt. Nein. Weil der, also ich glaube mit 10 bis 12, also ich meine wirklich ohne, dass er irgendwann mal was dazwischen anders anhatte, mhm, hatte er dieses Brasilien-Trikot an mit dem neuen Ronaldo hinten drauf. Und das war schon so ekelhaft hässlich. Da hat sich schon das Logo so aufgewölbt, das war noch gestickt damals. Und der war in frühkindlicher Prägung eher Brasilien und, wie ich gesagt habe, Argentinien. Mhm. Und wir haben halt so getan, als würden wir total südamerikanischen Flair zu Hause versprühen und haben uns dann schon ein bisschen gehatet. Sehr stark. Hängt dann schon mal der Haussegen schief? Habt ihr immer zusammengeschaut, Fußballspiele, ja, bei WMs? Ja, schon. Bei großen Turnieren? Es ändert sich auch nicht, machen wir heute genauso. Ja, ne, das sind auch die geilsten Diskussionen, die dann entstehen. Da ruht auch schon mal so eine Geschwisterliebe, oder? Für die 90 Minuten, das ist dann auch schon mal so, okay. Also inzwischen ist es echt langweilig geworden, weil, wenn du kennst es auch, da sitzen halt zwei Heinzis, die eh nur Fußball schauen und dann beklugscheißt der eine den anderen. Das heißt, es geht so wahrscheinlich, wenn man da dabei ist. Aber früher war es schon so, dass man... Das wurde dann schon mal so im lustigen Sinne deutlich, ja, ja. Hast du diesen, hört ja dazu, den negativen Moment der WM 94 noch präsent, das Eigentor von Escobar, ja, der dann, ja, nachher, ja, erschossen wurde, ja, ja, der Kolumbianer, das war so mein negativstes, ja, WM-Erlebnis, was ich persönlich so hatte. Also wahrscheinlich noch nicht so wahrgenommen als Kind, ne? Nee, aber ich habe das schon irgendwie von irgendwoher vernommen und habe damals meinen Papa gefragt und ich konnte das nicht glauben, ne? Ich habe dann auch so, was halt ein Kind dann macht in dem Moment. Ja, aber wieso erschießt man den? Ja. Das ist auch eine berechtigte Frage an der Stelle. Und ich habe es bis heute nicht verstanden. Ist krass abstrus, was damals eigentlich noch auch so rund um diese Fußballteams los war, im Speziellen ums Kolumbianische. Das ist ja nicht die einzige Geschichte, bei weitem nicht, die es um diese 94er-Mannschaft gibt und gab. Und es hat auch dafür gesorgt, dass ich Kolumbien ganz lang sehr argwöhnisch betrachtet habe, obwohl da ja dann mitunter richtig grandiose Fußballer 98 schon dabei waren und so, dass ich von denen nicht wirklich was wissen wollte, obwohl ich das ja gar nicht faktisch habe verstehen können. Ja. Hat dein Bruder denn bis heute diese Affinität zu diesen südamerikanischen Mannschaften, so bei großen Turnieren, bei Weltmeisterschaften? Nee, ich glaube, heute ist es tatsächlich so, da sind wir beide auch ziemlich ähnlich. Die den besten Ball spielen, die finden wir cool. Das hat aber dann weniger mit der Nationalität oder so zu tun. Aber ich meine, klar, wenn ich dem jetzt das Trikot nochmal geben würde, dann würde er wieder damit rumlaufen. Glaubst du denn, vielleicht sollte ich es lassen. Also. Viele sagen ja bei der WM, dass die favorisiert sind, so Argentinien, Brasilien. Gehst du da mit? Würdest du das auch sagen? Hast du das also auch Gefühl? Ich mag die Brasilianer sehr, muss ich sagen, weil die zum ersten Mal eine ganz gute Mischung haben von so richtig harten Spielern, also die man auch mal braucht, so Intensitätsspieler. Ich liebe Fabinho von Liverpool zum Beispiel, das ist unglaublich. Und zeitgleich so die Grundordnung mitnehmen könnten, die ich auch schon vor 4 Jahren gesehen habe und am selben Trainerjahr. Da hatte ich sie eigentlich auch schon stärker als dann am Ende, ich glaube Viertelfinale war es. Die habe ich schon stark bei Argentinien. So ganz so sicher bin ich mir da noch nicht. Ich weiß, Qualifikation und Copa und so habe ich alles gesehen, aber da weiß ich nicht, also da darf ein, zwei Spielern nichts passieren. Ich glaube, die Brasilianer könnten die eher ersetzen.
Robby, ihr habt eben über Frisuren die ganze Zeit gesprochen. Yeah. Ist es wirklich ein Thema, glaube ich, bei Weltmeisterschaften, dass sich die Spieler vorher nochmal denken, ich muss zum Friseur, was haue ich jetzt schon wieder raus, oder? WM, du, ich war Freitag Neymar, auch nochmal, so ist nicht. Du hast ja auch gedacht, at Broski Show, auf jeden Fall vorher nochmal zum Friseur. Aber so eine ähnliche Frisur hatte auch schon mal Neymar, meine ich, bei einer WM, oder? Da kam der doch auch mit diesen... Stimmt, ja. Erblondeten Haar lief er doch auf einmal auf. Ja, aber das hing, glaube ich, eher Richtung Hintern runter, ne? Aber die Farbe meine ich jetzt. Ja, das ist was. Aber Frisuren sind ein Thema bei so großen Ereignissen. Ich habe neulich nochmal mein 1990er Fußball-Sticker-Sammelalbum gefunden und es war auch immer stark, einen Spieler ohne Schnurrbart zu finden, sehr schwer 1990 bei der WM. Gut, und wo ist dann deine Inspiration her? Ich soll's tun. Nächstes Jahr im November. Iran 1998, Karim Bagheri, oder? Oh ja. Ich glaube, die 98er WM-Mannschaft vom Iran, ich glaube, da hatte keiner, ich glaube, alle hatten einen Schnurrbart, durchgehend. Das war die Uniform. Das ist das aber heutige auch, ja. Tätowiertsein dann, ja? Heute tragen alle Tätowiert. Machen wir hier schnell runter. Könnte so auflaufen heute. Wir halten ja gut, Frisuren, das spricht halt dagegen, aber ja, also grundsätzlich ja. Gibt's denn so für dich ein... Tor, wo du sagst, das ist auch mal ganz unabhängig von der Affinität zum englischen oder deutschen Fußball, wo du sagst, es geht einfach in die Geschichte ein? Also für mich ganz persönlich, England, Kolumbien, Freistoß Beckham. Ja, ab dem Zeitpunkt war sein Ding. Ja. Total verliebt. Ja. Also eigentlich auch schon vorher, aber ja. So klingt es besser. Aber ja, das ist für immer das Tor, das für mich so das Urtor einer WM war, weil ich es da verstanden habe zu dem Zeitpunkt in dem Turnier 98. Und weil es so ein bisschen so eine kleine Befreiung auch irgendwie dann war für England zu dem Zeitpunkt damals. Ich habe das Trikot daheim, also ja. Ja. Hast du auch eins? Ich habe meine ganzen alten Trikots leider nicht mehr. Es ist schade. 1990 durfte ich noch keine haben vom Papa. Und ich glaube... Du durftest keine... Mein Papa hat mir immer verboten, also er wollte mir nicht die Trikots kaufen. Ich habe mir dann zu EM 96 ein Matthias Sammer Trikot gekauft. Okay. Das hatte ich dann noch ewig. Das war dein erstes Trikot, ne? Ja. Das Sommertrikot. Ich habe sogar das Original von Beckham getragene, 2002er, wo er den Elfmeter gegen Argentinien verwandelt hat, was sozusagen das Ende dieser Geschichte war. Ne? Diego Simeone fliegt vom Platz, 98, 4 Jahre später, dann mit dem sensationellen Iro, tritt er an, erzählt dann ja, dass er 4, 5 Mal nicht richtig atmen konnte, keine Luft bekam, läuft an, trifft, hat mir mein Bruder und ein paar enge Freunde haben zusammengelegt und haben mir das mal irgendwann besorgt, ist eingerahmt im Zimmer. Sehr schön, das war sehr schön, vor allem viel englische WM-Historie. Wir geben ab in die Werbung und haben dann gleich hier Benny Laut auf dem Sitz oder auf dem Sofa-Ecksessel von Uli Hebel sitzen. Bis gleich. This is my family. Every World Cup, we all get together. Mate, let's go. Vamos. Karim eats goals for breakfast. Leo, he's one of a kind. With Sonny, everything's brighter. Nobody's faster than Hakimi. Serge's style is unbeatable. And you can't forget about your boy Storms. When football is everything, impossible is nothing. Folgt. Klar, 94 dann ein bisschen intensiver, aber doch eigentlich schon 1990. War die nicht geil, die 90er WM? Ja, mega. Ich empfehl's dir, nochmal im Archiv nachzuschauen. Lothar Matthäus, Carlos Valderrama, ja. Wie sie alle hießen. Roger Mila, der mit 38 nochmal 4 Tore hingelegt hat bei der 1990er WM. Unfassbar übrigens, wie das damals noch lief. Der Ausstatter, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, von Kamerun, der ist ja relativ kurzfristig in die Kader gekommen und dann haben sie seine Nummer, die 9, mit Edding aufs Trikot gemalt, was damals noch möglich war. Sehr lösungsorientiert. Sehr lösungsorientiert. Was für eine schöne Zeit. Ja. Aber ist das dann als Spieler auch so, dass man dann so Weltmeisterschaften schaut? Und ich meine, ich glaube, das ist nur natürlich, dass man den Traum hat, irgendwann mal für die Nationalmannschaft aufzulaufen, dass man dann auch so einen Spieler hat, an dem man sich so orientiert, den man vielleicht so als Vorbild nimmt, der auf einen als Inspiration irgendwie wirkt? Ja, ich hatte tatsächlich nicht so den speziellen Spieler, den ich mir als Vorbild genommen habe. Es waren immer so...
klar sind immer welche, die man dann speziell verfolgt hat. Also Lothar Matthäus, hast du ja auch schon gesagt, 1990 fällt mir dann sofort ein. Aber dann ein bisschen später bei den Brasilianern, Romario kam dann so. Also es sind immer so ein bisschen die Offensiven, die Stürmer natürlich. Ja. Die haben mich schon immer dann am meisten interessiert. Aber es gab dann immer natürlich Roberto Baggio. Gab es dann noch, ich weiß nicht, aber 90 glaube ich noch nicht, aber 94 dann auch den Elfmeter dann noch. Mit dem Zöpfchen hin. Ja, genau, verschossen. Das ist schon wieder Frisur, das zieht sich hier durch. Genau, aber klar, aber das ändert auch, glaube ich, nicht. Also später war es dann irgendwie Zidane, wo man sich immer so ein bisschen geguckt hat, irgendwas abgeschaut hat. Es gab bei eben immer irgendwas Spezielles, aber es musste irgendwas Spezielles sein. Und wie weh tat das, eine WM zu sehen, als du selber schon Nationalspieler warst? Also aus professioneller Sicht, ja? Du hast ja Länderspiele gemacht, ja, aber niemals eine Weltmeisterschaft gespielt. Hast du sie dann überhaupt geschaut? Ja, klar. Also das hat daran nichts verändert. Es war natürlich schon so meine Zeit, wo dann die WM 2006 natürlich vor der Tür stand, wo man natürlich schon gehofft hat, dass man da mit dabei sein kann, dass man das vielleicht schafft. Das hat dann leider nicht geklappt, aber es war auf gar keinen Fall so, dass ich gesagt habe, nee, also die schaue ich mir nicht an, nur weil ich jetzt nicht dabei bin. Aber wie schaut man denn als Spieler eine WM? Weil ich kann es jetzt nur von mir sagen, wenn wir dann irgendwie Public Viewing gemacht haben mit der Familie, es ist ja normal, wir haben 80 Millionen Bundestrainer zu so einer Weltmeisterschaft. Wie ist das unter Spielern? Wisst ihr auch alles besser, was dann in dem Moment da passiert? Na klar, sowieso. Nee, aber ich glaube, wesentlich entspannter, glaube ich, als Fußballer oder als ehemaliger Fußballer. Ich glaube, man kann vielleicht so ein paar Sachen noch so ein bisschen besser nachvollziehen, warum das vielleicht jetzt heute nicht funktioniert hat, wo sich dann viele fragen, ja, wie kann das sein, dass man den Ball hier nicht ins Tor schießen kann aus 5 Metern? Wo man sagt, ja, okay, das passiert halt mal, das ist einfach so. Und von dem her, der Unterschied zu früher, vielleicht noch, dass man mal den einen oder anderen auch kennt, wo man natürlich sich dann auch die Spiele anschaut, weil man weiß, okay, ja, das ist ein Mannschaftskollege von mir, der da mitspielt. Das ist vielleicht so der Unterschied zwischen einem ehemaligen Fußballer, einem Fußballer und dem klassischen Fan. Hast du so eine Lieblings-WM? Muss überhaupt nicht irgendwie als Kind gewesen sein, irgendwie 98, 2002, 2006 vielleicht? Nee, Lieblings-WM nicht. Also natürlich, wo dann wir am Ende auch den Pokal hochgehalten haben, das war dann schon speziell. Also auch 2014, das erste Mal mit meinem Sohn, der da mit dabei war, der aber dann vor der Pokalübergabe noch eingeschlafen ist, weil er noch so klein war. Das ist mir irgendwie in Erinnerung, klar, 1990 haben wir vorher schon mal gesprochen. Aber eine spezielle, wo ich sage, die war überragend. Wie hast du dieses Götze-Tor verfolgt? Ich meine, war natürlich, also mehr geht ja eigentlich nicht für einen Spieler, aber im Nachhinein natürlich vielleicht auch nicht einfach, dann damit weiterzumachen. Als Spieler, wie hast du das verfolgt, selbst als Stürmer? Ja, also du hast ja vorher schon gesagt, ja, oder als Traum, dass man irgendwo mal mit dabei ist. Das ist ja auch so ein Moment, dass man natürlich sagt, ja, okay, wie schön wäre das, wenn man mal eine WM spielen würde, und wie schön wäre das, wenn man das entscheidende Tor irgendwie im Finale schießt. Also mehr geht ja gar nicht. Also ja. Das ist irgendwie so, glaube ich, so ein besonderer Moment. Ja, aber den kann man auch als ehemaliger Fußballer gar nicht nachempfinden. Also das ist einfach speziell, das weiß in dem Fall nur er, wie sich sowas anfühlt und die das vielleicht ähnlicherweise geschafft haben. Ich habe ja 2014 beim Tor tatsächlich meine Tochter, die damals auch sehr, sehr klein war und noch ein Baby war, beim Tor wie 4 hochgeworfen. Es hat ihr nicht geschadet, aber ich habe einmal ganz kurz, zack, musste ich sie hochwerfen und dann wieder auffangen. Wusste gar nicht, was los ist. Das war ein unglaublicher Moment, ja, oder? Also ich meine, dann noch mit dieser ganzen Geschichte, mit diesem Satz, zeigt der Welt, dass du besser bist als Messi. Unfassbar. Also ja, dann 113. Minute, was war's? Also es ist ja, genau, wenn du skriptest, dann kommt genau das dabei rum. Und auch noch dazu eben in der Verlängerung und dann noch das Entschieden. Ja. Also da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich dran denke. Hoppt ja fast nur keine WM, aber EM, Golden Goal, Oliver Bierhoff, was ja auch nur einmal gab, wo du dann sofort in dem Moment auch weißt, okay, jetzt ist das Spiel entschieden. Golden Goal noch, auch Wahnsinn. Ja. Ja. Hast du neben Deutschland noch so eine Lieblingsmannschaft? Also bei mir sind es immer die afrikanischen Mannschaften. Boah, 94 Nigeria, Sunday Oliseh, Nankwo Kanu, Amokachi und diese Jungs irgendwie. Das sind immer meine Favoriten, die Afrikaner. Mal gucken, was dieses Jahr so geht bei den Afrikanern. Hast du irgendwie so ein zweites Favorite Team? Nicht wirklich, aber ich
ich habe ja vorher schon so Romario, dann kam noch der Brasilianer Ronaldo, okay. Rivaldo, also irgendwie bin ich dann bei den Brasilianern immer so ein bisschen hängen geblieben, klar, Thiago noch Argentinien, aber die Brasilianer habe ich immer ganz gern angeguckt. Safe bei mir Spanier, ey. Ja, Jana, Team Spanier. Ich habe mich schon geoutet, eben ja, Fernando Torres, also El Nino, es war für mich echt so. Du bist dann für die Spanier, wenn es dann zum Duell kommt. Jetzt dann bei dieser Weltmeisterschaft, nee, also wenn es hart auf hart kommt, dann halte ich die deutsche Fahne hoch in dem Moment, aber ich bin einfach Fan vom spanischen Fußball und ich habe eben gesagt, 2006, so, das war für mich so die WM, die Heim-WM hier und da habe ich irgendwie den spanischen Fußball lieben gelernt und das ist bis heute, ich kriege das auch nicht weg, ist einfach so. Hast du so eine steile These zu einer WM, so ein Hot-Take, wo du sagst, dafür werde ich immer ausgelacht von meinen Kumpels, Jungs, keine Ahnung, von meiner Familie oder jetzt auch zu dieser WM, so eine wirklich steile These, wo man sagt, Benni, weiß ich jetzt nicht, aber du hältst dran fest. Nee, also tatsächlich wenige Überraschungen, wir haben mal vorgestern alles so ein bisschen durchgespielt mit der Familie, jeder durfte tippen. Ich muss sagen, ich war selbst so ein bisschen enttäuscht, weil irgendwie waren die Favoriten vorne. Manchmal denke ich immer, es wird wieder so eine torarme WM, da liege ich dann oft Gott sei Dank falsch. Mhm. Das haben wir dann ganz oft, aber wie gesagt, so die große Überraschung habe ich jetzt bei der WM noch nicht entdeckt, die jetzt irgendwie auch uns alle aus den Sesseln reißt. Mal sehen, also ich hoffe, dass irgendwas kommt, weil sonst wäre es ja auch langweilig, wenn die Gruppen schon so durchlaufen, wie wir sie alle sehen. Ja. Danke, Benni, fürs Schwelgen. Vor allem auch in den 90er Jahren und damit hier aus unserem Broski-Wohnzimmer rüber zu dir, Simon, ins echte Broski-Studio. Ja, danke, Robby, danke, Jana. Wir sind zurück bei At Broski, eurer Fußball-Talkshow. Und wir wollen als nächstes ein bisschen über den DFB-Kader und unsere Chancen als deutsche Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft sprechen. Der DFB-Kader steht. Der letzte Test gegen den Oman war schwach und nur Niklas Füllkrug konnte uns von der Blamage bewahren. Wie sind wir aufgestellt? Wie sind die Stärken und Schwächen? Und kann Hansi Flick an alte Erfolge anknüpfen? Ein Blick auf die Kader, die K.O.-Phase und die Konkurrenz. Jetzt bei At Broski. Ja, die ersten Spiele der umstrittenen Weltmeisterschaft sind gespielt und trotz aller Umstände will natürlich die deutsche Nationalmannschaft vorne angreifen und um den Titel mitspielen und darüber werden wir jetzt als nächstes reden. Nochmal ein großes Dankeschön auf jeden Fall an Adidas, die heute diese Sendung hier unterstützen. Ihr habt es ja gerade gesehen, Robby und Jana auch mit dabei gewesen. Sehr coole Geschichte. Ansonsten kann ich euch noch die Family Reunion von Adidas ankündigen. Die ist am 29. November um 19 Uhr. Die wird auch bei mir auf dem Kanal gestreamt. Was euch da alles erwartet, werdet ihr noch sehen. Unter anderem kann ich hier schon mal ankündigen, ist auch Claudio Pizarro dabei. Den sollten ein paar von euch kennen. Haben wir eigentlich Bremer hier? Drei, glaube ich. Aber lasst uns gerne über die deutsche Nationalmannschaft reden. Toni, wie siehst du unsere Chancen beim Turnier? Ich zähle Deutschland immer zum Titelkandidatenkreis. Also kann man natürlich jetzt darüber diskutieren, ob die ihren WM-Baum da durchhalten. Ich glaube, sie können früher oder später dann auch mal auf Brasilien treffen. Dann wird es ganz, ganz eng. Aber ich traue denen zu, dass die weit kommen. Also Gruppe ist nicht so ganz einfach, muss ich sagen, mit Japan. Viele Bundesligaspieler da mit drin, ist eigentlich eine gute Mannschaft. Richtige Achse, ne? Mit Endo unter anderem. Endo, Kamada, ja, Doan, Ito, Itakura. Darf man nicht unterschätzen. Vor 4 Jahren ist ja auch schon schief gegangen gegen Mexiko. Dann schlechter Start ins Turnier. Ist immer ganz wichtig, so ein Start, denke ich, ne? Dann steht und fällt vieles. Dann die Spanier natürlich, auch wenn sie nicht mehr das Spanien sind wie vor ein paar Jahren noch, aber trotzdem natürlich völlig, völlig offen das Spiel. Mit dem Teamgeist, den ich heute schon öfter mal irgendwie hier in den Ring geworfen habe, glaube ich, ist für die deutsche Mannschaft ein bisschen was möglich. Halbfinale bestimmt. Halbfinale bestimmt? Ja, klar. Kriegt er Zustimmung, der Toni? Ich kann jetzt verhalten, das Publikum, ja, kommt sie noch nicht ganz sicher. Nee, noch nicht ganz. Bin ich blöd und gegen den Applaus an. Nee, ich glaube schon auch Halbfinale, also sagen wir mal so, Viertelfinale plus, ne? Ab dann, wie du es ja schon gesagt hast, da hängt es ja dann auch in Konstellationen zusammen, Verletzten, Situationen etc., aber
Ich meine, ich glaube, Deutschland hat im Kader den Spieler, von dem wir alle wahrscheinlich den krassesten Sprung, wenn man das so betiteln will, erleben werden oder können Niklas und erwarten. Füllkrug. Niklas Füllkrug, ganz genau. in Jamal Musiala, glaube ich, ist klar, ne? Also ist der Typ, auf den irgendwie die Welt dann auch achtet, so vielleicht mit Jude Bellingham zusammen. Und der Typ alleine, ne, ist in der Lage, dass der so einen Geist entwickeln könnte in dieser Truppe, so einen Witz aus denen rausholt, dass die einfach mitmachen, mitspielen. Und da habe ich so ein bisschen die Hoffnung dran. Die Truppe ist athletisch genug, glaube ich, vor allen Dingen in der Offensive gut genug aufgestellt, dass die sich wirklich durch so ein Turnier feuern könnten. Und dann habe ich sie erstmal im Viertelfinale. Und was dann passiert, gucken wir halt mal. Wird Jamal Musiala Stammspieler sein bei dieser Weltmeisterschaft? Ja, also wenn nicht, dann können wir es lassen. Statement. Muss er spielen, Benni? Bitte? Muss er spielen? Ja, auf jeden Fall. Also macht so viel Spaß. Der kann die Spiele eben entscheiden. Deswegen brauchen wir ihn da unbedingt. Aber wir sehen auch hier da auf dem Bildschirm die Mannschaft. Also die Real Madrid, Bayern, Manchester, Chelsea. Also man muss uns erstmal schlagen. Also das ist klar. Ich habe so ein bisschen, wie gesagt, auch die Befürchtung, okay, wir müssen erstmal die Gruppenphase überstehen, weil die Japaner tatsächlich auch, finde ich, richtig gut sind mit Spanien. Also wenn wir das hinkriegen, da mache ich mir mehr Sorgen. Und dann, wie gesagt, in den K.O.-Spielen können wir jeden aus dem Rennen werfen. Und deswegen auch, gut, auch hört Jana vielleicht nicht so gerne, aber auch die Spanier, die müssen auch erstmal eben in der Gruppe weiterkommen. Also das sind so ganz, ganz enge Spiele und deswegen die Gruppenphase überstehen. Und dann ist alles möglich. Also ich habe auch einmal durchgetippt, wie gesagt, bis zum Halbfinale kamen sie auf jeden Fall, die Deutschen. Würdest du den Kader so ungefähr aufstellen, wie er hier steht? Oder hast du vielleicht eine Änderung? Ich hätte ganz gern Kimmich hier auf der rechten Seite und dafür von mir ist noch Goretzka mit da rein. Also ich finde rechts, also klar, Kimmich ein Top-Sechser, brauchen wir nicht reden, aber das können andere auch, finde ich, spielen. Und auf der rechten Seite, da fehlt mir irgendwie einer und da sehe ich ihm, der da die Position am besten ausführen kann, der wäre da am wichtigsten. Deswegen, das wäre was ich ganz gerne hätte, dass er rechts spielt. Ist ja ein ewiger Streitpunkt. Seht ihr Kimmich auch lieber auf der rechten Verteidigerposition? Nein. Nein, ich seh ihn lieber auf der Sechserposition, muss ich sagen. Ich teile deine Bedenken, was die rechte Abwehrseite betrifft. Aber ich finde Kimmich deutlich besser auf der Sechserposition aufgehoben. Ich würde da den Gündogan noch gegen den Goretzka tauschen. Aus welchen Gründen? Ich glaube, dass, also Gündogan ist natürlich der Taktgeber schon jetzt über einen längeren Zeitraum bei Manchester City. Ich finde, Goretzka so vom Typ her gefällt mir einfach noch ein bisschen besser, gerade auch so nach vorne. Ist einfach ich finde ihn noch ein bisschen kerniger und ich kann mir gut vorstellen, dass er an der Seite von Kimmich da ganz gut funktioniert. Wie steht jetzt zu unserer Abwehr? Niklas Süle, jetzt auch viel Rechtsverteidiger bei Borussia Dortmund gespielt. Vielleicht auch eine Option für die Seite? Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube schon, dass Rüdiger und Süle da zusammen anfangen werden. Ich glaube, ich würde sie tauschen, die beiden. Schlotterbeck, mal gucken. Ja, ist ja auch noch eine Möglichkeit. Auch ein Bonus, ne? Ja, vielleicht. Aber ich glaube, also ich würde auch die beiden jetzt da in der Startelf lassen. Raum oder Günther ist auch noch eine Option dafür links. Ansonsten, ja, auch vorne. Thomas Müller, es wird natürlich auch ein Streitpunkt sein. Ja, nimmt man den mit rein oder nicht? Eigentlich muss man Thomas Müller immer mit reinwerfen. Das ist die Frage dann anstelle von Havertz oder ob er vielleicht doch dann über die Zehnerposition kommt oder so. Aber das so 8-9, glaube ich, passen auf jeden Fall. Rechnet ihr damit Niklas Füllkrug? Oder glaubt ihr, er wird eher dann doch der Joker sein für das Team? Also ich glaube, das war perfekt jetzt, also dieses letzte Testspiel, das er gleich getroffen hat. Er ist in der Mannschaft angekommen. Man kann ihn jederzeit reinwerfen. Man weiß, da kann was passieren. Also wenn man ihn braucht, der wird auf jeden Fall da für Unruhe sorgen. Du kannst eben mit Flanken nochmal füttern. Also der wird auf jeden Fall zum Einsatz kommen. Also in dem besten Falle, wenn wir schon führen, dass er dann zumindest auf Spiele kommt, da haben wir dann ja auch noch Moukoko auch noch dabei, also da haben wir schon noch Spannende auch mit vorne drin. Thomas Müller war jetzt ja auch gar nicht auf der Liste mit dabei, aber ich bin mir sicher, dass die darum auch zum Einsatz kommen werden. Ist hier vorne auch gar nicht so das Problem, wenn man die Namen da so sieht, müsste das ab dem Mittelfeld nach vorne, müsste das eigentlich
ganz gut funktionieren, steht und fällt, glaube ich, auch viel mit der Defensive einfach. Da auch die Alternativen, wenn man sich die anguckt, ein bisschen Unerfahrenheit dabei mit Bella Kotschap. Ginter natürlich sehr erfahren, aber auch Günther Klostermann, weiß nicht, war auch länger raus jetzt, glaube ich, in den letzten Wochen oder Monaten. Also die Abwehr ist eher so ein bisschen, könnte sich zum Problem entwickeln, je nachdem. Nach vorne sehe ich das Problem nicht so. Glaubst du zentral oder eher auf den Außenverteidigerpositionen? Oder sagst du vielleicht im Kollektiv? Zusammen, ja. Insgesamt. Meinst du? Ja. Rüdiger, schon. Ja, so einfach im Verbund zusammen. Ne? Wenn die Außen löchrig sind, dann sehen auch manchmal dann die Innen einfach schlecht aus. Ja. Hättest du da vielleicht einen Gosens mitgenommen? Ja, der hat natürlich sehr viel Antrieb nach vorne. Das würde wieder passen zu Hansi Flicks Spielstil, der ja gerne dann mal im Ballbesitz einen Außenverteidiger, entweder den linken oder den rechten, mit nach vorne schickt und dann hinten zu dritt spielt. Das hätte Gosens gut gemacht, glaube ich. Ich glaube, er hat sich vielleicht ein kleines bisschen vertan mit seinem Wechsel zu Inter Mailand. Hat er vielleicht eher so sportlich erstmal einen Rückschritt gemacht. Aber den hätte ich mir in dem Kader grundsätzlich eigentlich auch ganz gut vorstellen können. Wie spielen wir denn unser erstes Spiel, unser Auftaktspiel? Gib mal einen Tipp ab. Ich fange mal hier vorne an bei Uli. Du meinst jetzt vom Ergebnis her? Genau. Gute Frage. Mit mindestens einem Gegentor, also wahrscheinlich 3-1. Oder? Ja, also ich bin nicht grundpessimistisch. Ich glaube, das passt schon. Das ist ein Gegner, der diszipliniert ist, keine Frage, gut aufgestellt. Aber ich habe gerade vorhin schon von Athletik gesprochen. Das ist, glaube ich, ein Element, was die Truppe einfach außerordentlich viel hat. Also gerade wenn wir jetzt mal ins letzte Drittel gucken, also ich meine jetzt nach vorne, dann sieht man, dass da welche dabei sind, die unheimlich schnell Tempo überbrücken können. Gnabry gut zum Abschluss kommen kann, Musiala kann eh alles. Du könntest situativ mit Müller Dinge anders machen oder mit Hofmann so einen kleinen Wuseligen auch bringen. Der ist gar nicht genannt worden. Also eine Allzweckwaffe, ne? War richtig, ja, klasse Saison, haben wir jetzt auch zum Schluss nochmal gemerkt. Als er zurückgekommen ist bei Gladbach, sind die gleich mal eine Klasse besser mit dem. Ist auch echt für mich ein Startelf-Kandidat. Und dann kannst du immer noch von der Bank mit Adeyemi unbändiges Tempo bringen, mit Füllkrug eine Überzeugung, die wahrscheinlich, der weiß er selber nicht, warum er die hat momentan. Ich bin da nicht pessimistisch, im Gegenteil. Johnny, was denkst du? Ja, ich rechne auch mit dem Sieg im ersten Gruppenspiel und dann fängt Japan sich und dann gehen wir als Erster und Japan als Zweiter weiter. Oh, ja, hot take. Sag. Also sagst du, Spanien kommt nicht weiter? Sagst du, Spanien macht's nicht? Die kommen nicht weiter? Bitte? Spanien kommt nicht weiter, nach deiner Erzählung. Ja, tippe ich jetzt einfach mal so. Was sagt Aaron Martin dazu? Mit dem habe ich jetzt noch nicht darüber gesprochen. Kommt noch. Kommt Viele noch. Grüße. Ja, wenn ich recht habe, dann kriegt er eine Nachricht. Benni, was denkst du? Nee, auch mit einem Sieg. Ich glaube, tatsächlich auch zu null. Also, wir haben den besten Torwart. Das steht außer Frage. Und wie gesagt, ich finde, ob dann Günther, der im Verein natürlich gut spielt, der so das Momentum, finde ich, auf seiner Seite hat, der dann vielleicht links spielt, einzige Position bleibe ich eben auf der Rechtsverteidigerposition. Dann am liebsten noch, ja, Jonas Hofmann, das ist halt dann eben die sehr offensive Variante, aber da haben wir eben keinen, der das regelmäßig im Verein spielt. Also man kann dann gegen Gute natürlich auch einen Süle da wieder hinstellen, aber es ist ein Innenverteidiger und kein Rechter. Das ist eh schon schlimm genug, dass wir keinen haben, der diese Position wirklich auch regelmäßig im Verein spielt, wo wir sagen, ja, das ist der beste Rechtsverteidiger, der muss da spielen. Wobei 2014 hat es ja mit Höwe das links auch funktioniert, ne? Mhm. Genau, ja, das war dann eben speziell, dass genau das dann gepasst hat. Aber deswegen, also das ist so die einzige Baustelle, die ich so ein bisschen sehe, aber die tut nicht weh, wenn der Rest der Verteidigung das gut macht. Toni? Deutschland wird mit dem Sieg starten ins Turnier, glaube ich. Ich glaube, dass die Japaner, die werden viel kämpfen. Ich glaube, es wird auch ein spannendes Spiel, vielleicht auch ein enges Spiel. Deutschland gewinnt aber am Ende, glaube ich, 2-0. Johnny, jetzt warst du ja auch schon mit der U-Nationalmannschaft unterwegs. Wie bereitet man sich auf so ein Turnier vor? Was läuft da vielleicht auch anders als im Vereinsfußball? Naja, du weißt halt, wie schnell sich da so eine Dynamik entwickeln kann, dass du im Flow bist oder wie schnell das auch vorbei sein kann. Also es ist nochmal irgendwie deutlich mehr Druck drin, weil eben alles dann von einem Spiel abhängt, in der K.O.-Phase vor allem.
Deswegen, aber eine besondere Vorbereitung gibt es jetzt nicht, fällt mir jetzt nichts Besonderes ein dazu, aber es hängt schon ein bisschen mehr dran als so an einem Bundesligaspiel. Also schon nochmal ein ganz anderes Gefühl? Es ist also meiner Meinung nach ist das ein anderes Gefühl, ja. Mit so einem Team dann in so einer kurzen Zeit, um einen Titel spielen zu können, kann schon was richtig Besonderes sein. Nationalmannschaft, A-Nationalmannschaft, hättest du auch mal Bock drauf? Hätte ich Bock drauf, ja. Hast du mal mit Hansi telefoniert? Nee, also irgendwann mal, aber ist schon lange her. Und jetzt in letzter Zeit nicht. Aber vielleicht ruft er nochmal an. Vielleicht ruft er irgendwann nochmal an, das wäre schön. Ich muss euch noch eine Frage rausloggen. Wird Deutschland Weltmeister? Ja, nein? Nein. Das ist jetzt immer, ist schon schwierig jetzt da Ja oder yeah. Nein zu sagen. Ne? Also muss das jetzt ein Ja oder Nein sein? Ja. Oder? Muss konkret werden. Muss konkret werden. Dann sage ich Nein. Ein leider Nein ist es dann, ja. Wenn sie die Südamerikaner irgendwie beiseite schieben können, dann ja, aber das werden sie nicht schaffen, deswegen. Was sagt das Publikum? Mal Lärm machen für Nein? Mal Lärm machen für Ja? Ah, der ist auch leiser, ne? Was sagst du denn? Ich sag auch Nein. Aber du sagst auch Nein? Ja. Vielleicht tut uns die Rolle ja. Ja, das ist, ich glaube, das ist super. Aber clever geplant, die Sendung. Ne? Erstmal 5 Minuten Deutschland in den Himmel gehoben und ja, klar. Jetzt lassen wir sie schön fallen. Aber wir haben ja einen Hoffnungsträger. Lasst uns doch gerne über Jamal Musiala sprechen. Ihr habt alle gesagt, er muss spielen. Ist er vielleicht für euch gerade das aufregendste Talent im Weltfußball? Ja. Also es gibt zwei, drei Namen, die mir so grundsätzlich jetzt irgendwie auch mit Blick aufs Turnier einfallen. Es ist jetzt niemand, den man total überraschend sieht. Also Bellingham, glaube ich, ist ein ziemlich sicherer Lock für einen absolut elitären Fußballspieler. Da wird nichts mehr schiefgehen, der wird genau die Entwicklung machen, weil er einfach so gut ist. Können wir das Tor heute mal vergessen, das war einfach... Und Musiala ist vielleicht sogar noch ein Ticken begabter im Sinne von so eine Sache, die du nicht so lernen kannst und wo es einfach nochmal mehr Raffinesse braucht. Und dann gibt es noch so Gakpo, der heute getroffen hat für die Niederlande, der ist aber schon einen Ticken älter und den habe ich auch so als einer, der komplett durchbrechen kann bei dem Turnier. Aber ja, Musiala ist, glaube ich, der, für solche Spieler gucken wir das ja alles. Euch auch? Ja, schon. Also finde ich schon eine aufregende Figur jetzt. Muss halt gucken, es jung, ja, das kann auch manchmal dann schwierig werden, denke ich, aber dem traue ich zu, dass er das super, super verpackt und mit den Spielern, die er da auch um sich rum hat, die er auch aus dem Verein kennt, kann ich mir schon vorstellen, dass er da eine sehr, sehr gute Rolle spielen wird, aber Bellingham natürlich auch, den würde ich auch immer nennen in diesem Kreis. Er ist halt auch noch in Topform, also das finde ich ja bei der WM auch noch speziell, weil wir kommen ja irgendwie letzte Woche war noch Bundesliga. Eine Woche später beginnt das Turnier schon, also du hast ja gar keine Vorbereitung mehr, sondern es ist auch wirklich, du nimmst die Form direkt mit, also du hast gar keine Zeit mehr, dich irgendwie jetzt ins Team noch reinzuspielen, sondern erstmal sind die, glaube ich, so ein bisschen im Vorteil, die auch mit Schwung hierher kommen und das ist ja, kommt ja bei ihm auch noch mit dazu, dass er in Topform ist, dass er, weiß gar nicht, ob er überhaupt mal ein durchschnittliches Spiel in der Runde gemacht hat, eher wenig, in richtig guter Verfassung und allein deswegen fürs erste Spiel ganz wichtig. Wie gesagt, ist noch ganz jung, das darf man dann immer nicht vergessen, aber ich glaube, da wird er sich erstmal wenig Sorgen machen oder wenig Gedanken machen. Ist er vielleicht auch aktuell unser bester Spieler? Zumindest der aktuell mit dem meisten Potenzial, das er hat und das er schnell abrufen kann, aber also ja, also Kimmich ist auch wahnsinnig gut, auch Goretzka, auch ein Leroy Sané, wenn er Lust hat und wenn er einen guten Tag hat. Vor allem Manuel Neuer ist immer noch der weltbeste Torhüter. Also da sind schon ein paar Spieler drin, die ein ganz gutes Niveau haben. Rüdiger ist auch Top 3 Innenverteidiger, für mich zumindest. Kommt immer viel zu schlecht weg, aber stimmt, ja. Auch so mentalitätstechnisch, das ist wieder dieses hässliche Wort. Aber in seinem Fall nehme ich es gerne positiv. So ein Typ, der auch, wenn es mal gar nicht läuft, dann bricht der einfach mal. Aber es fühlt sich schon so an, als wäre Jamal Musiala der Hoffnungsträger, oder?
Ja, aber zu Recht für so jemanden, der so extrem talentiert ist, glaube ich, da kann man eh nur in Superlativen sprechen. Daher, ja, warum denn nicht? Ist so okay. Also ich glaube, das ist ja das Spannende an solchen Spielern, die es halt pro Generation einmal gibt. Und da würde ich ihn hinschreiben oder reden wollen. Daher ist doch gar nicht schlimm. Also wir halten fest, Jamal Musiala ist die Hoffnung des deutschen Nationalteams. Das Studio und die Gäste sagen leider, wir werden wahrscheinlich nicht Weltmeister. Das werden wir sehen. Ich habe tatsächlich, dank Adidas, die Möglichkeit gehabt, vor einigen Tagen eine Live-Schalte ins Trainingscamp von Deutschland zu bekommen und habe mit unserem Nationalspieler Nico Schlotterbeck sprechen dürfen. Den ersten Teil, beziehungsweise den gekürzten Teil des Interviews, werden wir euch jetzt hier in der Sendung live zeigen. Ist die Erstausstrahlung und das Ganze gibt es dann in voller Länge auch nochmal auf YouTube zu sehen. Da würde ich sagen, gehen wir mal rüber und schauen, ob Nico das vielleicht nicht ein bisschen anders sieht, ob wir Weltmeister werden. So, Nico, ich hoffe, dir geht's gut. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. This is my family. Karim eats goals for breakfast. Leo, he's one of a kind. Nobody's faster than Hakimi. Catch our family reunion all World Cup long. Da sind wir wieder im Broski Oldschool Wohnzimmer. Mutti und Fatih, Jana und ich, wir sind immer noch da. Und diesmal hat Jana alterstechnisch Verstärkung bekommen, nämlich Johnny Burkhardt. Hallo, mein Lieber. Schön, dass du den Weg rüber zu uns gefunden hast. Dankeschön. Servus. Und wir sind nicht zu dritt. Einer, ein gewisser Mensch, hat sich hier noch eingeschlichen. Das ist Broski himself. Komm rüber, Simon. Hallo, hallo, hallo. Wow. Ey, das Geile ist wirklich, dass du tatsächlich dein Outfit komplett an die Couch angepasst hast. Ich glaube, wir müssen reinrücken. Müssen wir reinrücken. Ja. Komm zu uns. Sieht man sich nicht. Machen wir uns muggelig hier. Ja, ja, ich habe gerade einfach mal meine eigene Sendung gecrashed. Ja. Und habe gedacht, ich mache jetzt einfach mal mit. Weil ich wäre eigentlich nicht dran gewesen. Ja. Aber kommst du einfach rüber? Ich nehme den Johnny ein bisschen mit an. Ich kann auch dir die Fragen stellen, wenn du willst. Was war denn deine erste WM, die du so gesehen hast? Yes. Boah, guck mal. Woher kennt der meine erste Frage? Das ist absoluter Wahnsinn. Wir sehen die drüben auch live. Also du weißt, wenn Fußball irgendwann nicht mehr läuft, ne? Ja. Dann Moderator werden. Nehme ich deinen Job. Taufe mir vielleicht. Ich gehe ins Trainingslager und dann gucke ich mal, was der linke Fuß macht. Meine erste WM. Ich habe an 2002 gar keine Erinnerung, da war ich 4. Ja, ja. 2006... Es gibt ja diese besonderen Spiele, da weiß man immer noch, wo man war, als man die geguckt hat. Mhm. 2006, war das sogar ein Italienurlaub oder war das in Spanien? Mein Papa sitzt im Publikum, ich muss gleich mal fragen. Ehrlich? Ja, ja. Wir haben noch einen Platz frei auf der Couch. Papa, wenn du mich hörst, Grüße. Papa Schildkin. Ja. Ich glaube, wir waren im Italienurlaub und ich war richtig sauer, ne? Mhm. Halbfinale also, oder was? Ja, ja, ja. Ich war danach Italiener lange nicht gut drauf zu sprechen gewesen. Ja. Hat sich aber dann wieder... sich dann im Alter hat sich das wieder gelegt. Jetzt bin ich wieder ganz cool mit den Italienern. Ey, aber damals, das war Hass. Das war bitter. Ja. Ey, du bist ja quasi total Routinier im Vergleich zum Johnny. Du bist hier der Burkhardt. Der Burkhardt. Du bist hier der Burkhardt. Du bist hier der Jüngste bei uns in der Viererrunde gerade, ne? Ja. Das heißt, deine erste richtige WM, die du so mitbekommen hast, war? War eher 2010, ja. 2010, ja. 2010. Da hat man nichts gehört wegen der Vuvuzelas, genau, in Südafrika. Vuvuzelas, Südafrika, Chabalala mit dem ersten Tor im ersten Spiel und Iniesta am Ende Spanien-Weltmeister. Ja. Das war so die erste WM, die ich schauen konnte und verstehen konnte. Einmal für die Zuschauer, was bist du genau für ein Jahrgang? 2000. 2000, ja. Ja, mit 6 war so ein bisschen, aber... Das ist so auf der Schwelle, ne? Also ich kann mich an 2004 kann ich mich auch nicht erinnern, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber 2010... Weiß ich auch noch, das war der Puyol-Kopfball, ne? Mhm. Ja. Ja, das war auch scheiße. Ja. Als Mittelstürmer muss man natürlich jetzt Johnny fragen, was sein WM-Tor war. Das geilste Tor, also jetzt gar nicht aus der deutschen Brille, sondern das WM-Tor. Kopfballtor, der war schon. Also, nicht schlecht. Was ich auch noch voll im Kopf habe, ist Robin van Persie. Mhm. Oh ja. Der Flugkopfball, der war wirklich sehr, sehr, sehr wild. Also, das war ein richtig, richtig geiles Tor. Hast du eigentlich noch so eine zweite Mannschaft, also außerhalb der deutschen Mannschaft, wo du sagst, boah, auf die Truppe gucke ich immer, keine Ahnung, Brasilien, Spanien, Ghana oder so? Schalke. Schalke international. Nein, gar nicht. Nur Deutschland. Vor dem Turnier guckt man natürlich immer so ein bisschen, ja, wer könnte vielleicht überraschen oder so, aber ich habe jetzt kein spanisches Herz oder so. Du hast doch gerade so einen Case für Japan gemacht. Kann ja. ich auch nicht erzählen, wenn Japan jetzt weiter wird, ja, dann freue ich mich. Stellst du dich doch hin und sagst, ja, klar. Ich hab's gesagt. Natürlich, dann freue ich mich, ja, weil
weil ich das jetzt hier so groß angekündigt habe, aber ich habe grundsätzlich jetzt auch, ja, Deutschland soll schon lieber weiterkommen als Japan. Also. Japan schon immer geil. Bei welcher WM war das denn nochmal, wo die nachher ihre Kabine komplett aufgeräumt haben, dass die Leute, die eigentlich dafür da zuständig sind, die Kabine aufzuräumen, das ist so lange her. Überhaupt das nichts mehr. Ja, alles war total glänzend und so. Können Sie gleich mal in den Chat schreiben? 14er WM, genau. Was? 2018, 2014? Ah, also das ist auf jeden Fall auf Social Media viral gegangen, glaube ich. Ja. Ich glaube 2018. 2018, ja. 2018, stimmt. Das war super sweet. Sehr gut erzogen. Ja. Ja. Sympathische Truppe. Soll ich auch noch mein WM-Tor sagen? Bitte, ja, bitte, ja, unbedingt. Bitte, ja. Boah. Also ich muss jetzt mal überlegen. 2014 hätte ich jetzt beide. Da das Tor von James Rodriguez fand ich krass, außerhalb von Deutschland jetzt. Ja. Wo er den mit der Brust runternimmt, das war schon... Davon hat er eigentlich jahrelang auch noch gelebt, James. Ja, ne? ich dachte auch danach wirklich, James wird der nächste... Man dachte immer, der macht die immer so. Ja. War damals bei Monaco halt richtig krass. Und ist dann ja zu Real Madrid gegangen. Hat dann da irgendwie nie so richtig Fuß gefasst. Aber was für mich ein underrated Tor ist, ist tatsächlich von André Schürrle. Ja. Beim 7-1 gegen Brasilien. Ja. Da ist er nämlich, ich glaube, das war sogar das 7-1 oder 7-0, der ist irgendwie über den Flügel durchgerannt. Und du dachtest die ganze Zeit, jetzt flankt er, jetzt flankt er, jetzt flankt er. Und dann haut er den einfach irgendwie so wie so ein Strahl unter die Latte. Das fand ich auch krass. Ey, André, so ein übergeiles Tor, über das nie geredet wird. Stimmt. Weil es halt so das 7-0 war. Ja. André Schürrle finde ich eh so underrated Player, oder? Also es ist so einer, finde ich, der ist einfach, der hat oft richtig gut gespielt. Cool, ja. Aber Mainzer. So, dass er, Mainzer Legende. Ja. Ich meine, bei dem Tor von Götze redet natürlich auch alle nur über Götze, aber ohne Schürrle wäre dieses Tor auch nicht zustande gekommen. So, stimmt. Ne? War es eine Flanke oder wollte... Ja, gute Frage, aber also auf Götze, ich glaube, das war schon geplant so, aber ich finde auch, der hat einen riesen Impact gehabt, wenn man so, klar, Einwechselspieler, aber im Halbfinale und im Finale damals echt entscheidend gewesen, ja. Richtig mitgewirkt. Ich check gerade nochmal so ein bisschen Chat wegen den Toren und so. Lahm 2006, ja klar, episches Tor, wo er reinzieht. Ey, kennt ihr eigentlich noch José Luis Chilavert, der Torwart von Paraguay, der immer die Freistöße gemacht hat? Ich tatsächlich nicht. Geil. Das ist jetzt wahrscheinlich peinlich. Also, jetzt ist Opa erzählt vom Krieg. Jetzt erzählt er auch mal wieder, ne? Von früher. Bei welcher WM hängst du jetzt wieder? Ich hänge bei der 98er WM in Frankreich. Ja. Torwart von Paraguay hat immer die Freistöße getreten. Muss mal gucken. Bobby. Ganz da wilde war ich Vita. Neugeboren, ne? Da, oh Gott, ja, stimmt. Ja. Nicht alt. Hey, geiler Typ. Ich werde da irgendwann auch so sein. Ich fange noch, ich fang jetzt schon an, wenn ich in meinem Twitch-Chat den Leuten von der WM 2006 erzähle. Ja, ja. Krass, ja. Ne? Ja. Müsste mal reinhauen bei Google. Echt ein wilder Typ. Der hat, glaube ich, in seiner auch ganz wild nachher erwischt worden von der Polizei mit ganz üblen Geschichten und so. Aber der hat, glaube ich, in seiner Karriere 47 Tore oder so gemacht, weil er in Paraguay irgendwie 15 Dinger pro Saison gemacht hat, weil er die Freistöße reingenagelt hat. Das ist aber geil. Ja, paraguayanischer Hans-Jörg Butt quasi. Ja. Mhm. Danke, Robby. Dein Bildungsauftrag ist hiermit erfüllt. Ja. Finde ich super. Ja. Aber eine Frage habe ich noch. Was ist für dich für so aus den Nationalmannschaften Spieler, wo du sagst, das ist einer, an dem orientiere ich mich? Oder aus der Deutschen? Nee, grundsätzlich. Grundsätzlich? Ja. Also wahrscheinlich ist es ja einer aus der Offensive. Ja, hier, ne? Also wenn ich immer bewundert habe, in Deutschland ist vor allem Miro Klose gewesen, mit seinen Laufwegen im 16er und so viele Tore. Der hat Deutschland, glaube ich, auch so gut getan. Ansonsten so 0815 Cristiano Ronaldo. Der Typ ist einfach 0815, meinst du, ne? Nein. Aber jeder mag ihn, also viele mögen ihn, glaube ich, und den bewundere ich auch sehr. Ey, darf ich noch einmal richtig weit ausholen? Früher wurden ja ganz gerne mal so vor den Weltmeisterschaften im Fernsehen so die ganz alten Dinger wiederholt, so WM 74 in Deutschland und so. Ey, wirklich geil, auch für dich, so als Weiterbildung, unfassbar, wie schnell Fußball geworden ist. Ey, bei aller Liebe, sorry, Franz Beckenbauer und Co., ja, 1974 war absoluter Standfußball. Wahnsinn. Ey, der Ball wurde sich gepasst, alles klar, haben wir mal alle wieder so gestanden. Erstmal Spiel beruhigen. Dann wieder 5 Minuten hinten rumgespielt. Pressing? Nix. So, total wild, komplett anderer Sport, ja. Mhm, krass. Ja. Ey, vor allem, er ist ja so ein Pressingstürmer, ne? Ja. Also Pressing gab es einfach in den 70ern. Ich habe mir das sehr profitiert. Das hätte mir... Das ist eine Pressingmaschine, ja, doch. Okay. Ja, ja. 74 hätte das nichts gebracht, weil dann hätte ich alleine gepresst. Ja, ja. Pressen oder du hättest miteinander. So sehr überrascht und man hätte von dem modernsten Stürmer seit Jahren gesprochen. Ja, ja. Aber das ist ja auch eine interessante Frage, ne? Ja. Und zwar wie halt so moderne, austrainierte Spieler mit der taktischen Schulung ja. halt vor 40, 50 Jahren.
Ja, ey, ernsthaft, bei der WM 74 gab es Spieler, gerade so aus Südamerika, Alter, die hatten eine Plauze wie ich, die haben einfach professionell Fußball gespielt. Also sagst du, wir beide sind in der falschen Zeit geboren. Ja, ey, 74. Vor 40 Jahren hätten wir im DFB-Team gespielt. Wären Simon und ich Pressingmaschinen mit Plauze gewesen. Jana, kannst du dir das vorstellen? Nee, es ist... Ich weiß auch nicht, ob ich mir das vorstellen möchte, ehrlich gesagt. Auf gar keinen Fall. Ich hoffe, die Jana träumt heute nicht schlecht. Das weiß ich noch nicht, ja. Ja, vielleicht sollten wir nochmal angreifen bei Mainz nächstes Jahr. Alleine kann ja Johnny nicht pressen. Johnny Zentrum, du links, ich rechts. Will er nicht, ne? Der Head Coach, glaube ich. Irgendwann? Eher nicht. Nee, ne? Sitzen wir hier aber auf der Couch und berichten von unserem schönsten WM-Tor, geschossen von Johnny Burkhardt. Ja, das, oder? Von das von ist doch ein Deal, oder? Das wär, vorgelegt das von Simon aka Gamer Brother. Ich werde auch, wenn du mal irgendwann so ein richtiger Weltstar wirst. Dann wäre ich dein bester Freund und melde mich jeden Tag bei dir. Richtig dieser unangenehme Freund. Dieser unangenehme, der auch immer sagt, der saß bei mir in der Sendung. Ja. Der war's, er saß bei mir. Ja, stell ich drauf ein. Musst du blocken. Nee. Immer blocken. Nee, jetzt hänge ich mich an ihn dran. Ja, okay, okay. Okay, ja, guck. Clever. Gut. Smart. Smart. Ey, ich muss ja gleich zu dir wiedergeben, aber es ist ja niemand da. Die Regie, wir sind ja professionell hier. Ja, ja. Deshalb crasht auch der Moderator sein eigenes Interviewformat. Wir reden nämlich als nächstes über, welche Kamera muss ich, die ist richtig, ne? Über Cristiano Ronaldo und sein, man kann sagen, legendäres Interview mit Piers Morgan, heißt er, glaube ich, richtig. Wir werden darüber diskutieren und das sehen wir als nächstes. Ich sprinte dir zurück ins Studio. Bis gleich. CR7 setzt sich zu Piers Morgan ins Interview und teilt mal ordentlich aus. Rangnick, Ten Hag und die Youngsters bei United bekommen ihr Fett weg. Und auch die Strukturen in Manchester werden von Cristiano scharf kritisiert. Der Verein positioniert sich und hängt sein Banner am Old Trafford ab. Macht sich Ronaldo seine Legacy auf den letzten Metern kaputt? Jetzt bei Ed Broski. Ich habe einen 20-Meter-Sprint hinter mir und merke die Shisha-Lunge. Ich werde keine Pressingmaschine mehr, aber wir sind zurück bei Ed Brosi, eurer Fußball-Talkshow. Und wir reden jetzt über Cristiano Ronaldo. Das legendäre Interview bei... hört auf zu lachen, Leute. Deshalb mache ich Gaming-Content und rede über Fußball. Ja. Wir reden über Cristiano Ronaldo. Ihr habt das Interview alle mitbekommen. Uli, erzähl uns was. Wie fandest du es? Wie hast du es wahrgenommen? Also erstmal, ich habe es bei Twitter gesehen, eines Abends und bei Twitter ist jetzt alles ein bisschen schwieriger geworden mit Twitter Blue. Das heißt, darf ich kurz einmal einhaken? Ja. Dachtest du am Anfang auch, mein erster Impuls war Fake News? Ja, genau. Ja? Also ich habe das dreimal nachgecheckt, weil es ist ja alles nicht mehr so simpel, ne, zu checken, okay, ist das jetzt wirklich ein ernsthafter Account? Und Piers Morgan ist halt Piers Morgan, deswegen, und dann habe ich mir gedacht, wow, wie blöd. Also das ist ja einfach nur... selten dämlich, was da passiert. Und das siehst du daran, dass Ronaldo eine wahnsinnig große Gefolgschaft hat, teilweise auch zu Recht. Es gibt auch ein paar Punkte, die man an ihm kritisieren kann. Und niemand konnte nach diesem Interview etwas Gutes über ihn sagen. Und damit siehst du, wie mies das inszeniert war. Also Katastrophe. Also sagst du, Ronaldo hat sich komplett ins eigene... Ja, also keine Ahnung, da steckt ja offenbar, also er ist ja nicht total schlecht beraten, da steckt ja jemand dahinter, der Dunst hat von der Materie und da wird es ein Ziel geben, vielleicht so eine Art Freistellung und wenn er das erreicht, dann ist es vielleicht okay, aber also sagen wir mal so, die Sympathiepunkte dieser Welt wirst du damit jetzt nicht sammeln. Es gibt schon einige Ronaldo-Fans, die danach auch gesagt haben, endlich öffnet er sich, jetzt kann man es nachvollziehen. Verstehst du den Punkt gar nicht? Doch, ich verstehe das schon. Klar, aber man kann sich halt auch öffnen mit Stil und das war einfach nur in den Mittelkreis reinge... Und davon halte ich wenig. Was sagt der Kicker-Experte? Er macht sich halt sehr viel kaputt. Ne? Also er ist ja schon immer wahrgenommen worden als eher der eitle V. Das ist jetzt der Preis der Eitelkeit, den er dann zahlt, wenn er sich irgendwie angepiekst fühlt und dann so da reagiert. War immer er und Lionel Messi immer auf einer Stufe. Lionel Messi ein ganz anderer Typ, ein bescheidener Typ, zurückhaltender Typ. Zumindest sein Image und er kommt so rüber. Bei Cristiano Ronaldo schon immer derjenige, der eher so diesen extrovertierten Typen verkörpert. Das viele auch gut finden, auch was seinen Spielstil betrifft. Aber mit solchen Aussagen macht er sich einfach so viel kaputt. Und das ist so schade, ich finde das so schade, weil er so eine tolle Karriere gehabt, muss man ja langsam sagen. Und es ist
ein Spieler, der dem Weltfußball unglaublich viel gegeben hat in den letzten Jahren, fast schon Jahrzehnten. Ja. Und dass er sich damit so immer ins Abseits schießt, das, ich finde sowas immer bedauerlich. Wir fassen einmal ganz kurz zusammen. Cristiano Ronaldo sagt, Zitat, er fühle sich von Manchester United betrogen. Er habe keinen Respekt für Erik ten Hag, denn er hätte sich respektlos gegenüber ihm gezeigt. Und Ralf Rangnick kann nicht der Chef von Manchester United sein, wenn er nicht mal ein richtiger Trainer ist. Das ist schon eine Ansage. Ja, also nicht mal ein richtiger Trainer, das ist ja auch, da zeigt er ja, dass er nicht so viel Ahnung davon von seinem Trainer hat oder seinem Ex-Trainer. Er hat, Ralf Rangnick war mal Trainer bei RB Leipzig zum Beispiel, unter anderem. Also ist sehr wohl ein Trainer gewesen. Wenn er den jetzt nicht kannte, dann war es vielleicht nicht auf seinem Niveau. Das weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber das sind genau die Aussagen, die ich so meine, mit denen er sich ins Abseits schießt. Ja, und das ist ja gelogen, ne? Also ich habe mit Ralf Rangnick gesprochen zu seiner Manchester United-Zeit damals. Und zu Beginn fand er ihn schon noch ganz gut, als Rangnick ihn noch ganz gut fand. Mhm. Also das ist mir zu opportunistisch, tut mir leid. Das ist halt so ein bisschen die Frage, warum hat er das Interview jetzt in der Form gegeben? Also das ist halt ja nicht so ganz nachvollziehbar, genau. Wie gesagt, er ist ja immer noch bei Manchester United. Also ich vermute nach wie vor, also wir haben ja da dankenswerterweise einen Podcast über englischen Fußball, ne, und das hat uns da durch diese ganze Nummer getragen. Also Ronaldo ist jetzt so unser Sponsor sozusagen. Und ich kann ja nur spekulieren, aber ich vermute mal, dass da irgendwas Juristisches dahinter steckt. Und das bedeutet, dass er wahrscheinlich zum 1.1. Free Agent sein will. Ja, ich glaube auch. Ne? Also kurz vor der Weltmeisterschaft einfach nochmal den maximalen Schaden anrichten. Genau. Weil, hätten ihn wahrscheinlich auch so gehen lassen. Naja, das Problem ist, sie haben es ja wohl probiert im Sommer, also nicht wohl, sie haben es probiert im Sommer, sein Management ihn irgendwo hinzukriegen. Also haben ja bei Neapel mehrfach angefragt, weil sie dachten, da fehlt halt jemand und sie könnten vielleicht einen Tauschdeal mit Osimhen einstielen irgendwie. Und die haben mehrfach dankend abgelehnt. Bei Sporting soll Ruben Amorim, da weiß ich es tatsächlich nur von dem Journalistenkollegen, Ruben Amorim gesagt haben, könnt ihr schon machen, also sein Heimatverein, ne? Könnt ihr schon machen, aber dann bin ich weg. Einmal zur Aufklärung, der Trainer, richtig? Ja, der Trainer von Sporting, der einfach klipp und klar gesagt hat, der zerstört mir hier das Mannschaftsgefüge, mache ich nicht mit. Und von denen Vereinen sollen es einige gegeben haben, die Interesse an ihm gehabt hätten, da will Ronaldo halt nicht hin, was man ja auch verstehen kann irgendwie, dass er für sich die beste sportliche Situation suchen möchte. Aber ich glaube, das Problem ist, und also ich finde zum Beispiel nicht, dass er sein Denkmal kaputt macht. Das wäre auch völlig borniert, wenn wir sowas sagen, weil, also das ist jetzt vielleicht für die jüngeren Zuschauer, Zuschauerinnen jetzt nicht so interessant, aber überleg mal, Michael Jordan, wenn ich dich frage, Michael Jordan, denkst du dann an den von den Wizards, der mit 40 nochmal eine halbe Saison da rumgeturnt ist? Du denkst wahrscheinlich an den von den Chicago Bulls, Gott sei Dank. Eishockeyspieler, ne? Genau, ja. Genau, in der DEL Kölner Haie. Weißt du, ne? Und du denkst an den von dem Bulls, der die ganze Welt abgerissen hat. Und ich glaube, diese Episode, die wird jetzt natürlich wahnsinnig hochgekocht und so, ist auch okay so. Und habe ja auch einen Podcast mitgefüllt, alles gut. Aber wenn es alles gesagt und getan ist, werden wir verstehen, dass dieser Typ, und ich rede jetzt nur vom sportlichen Typ, von dem Menschen, da gibt es Vergewaltigungsvorwürfe etc., ausgespart. Aber von dem sportlichen Typen Cristiano Ronaldo werden wir sprechen als einen der allergrößten ever und da wird auch diese Episode nichts ändern. Gott sei Dank. Aber gut, geht's überhaupt darum? Weil ich sag nein. Weil Iniesta, der ist irgendwann nach China, Japan gewechselt. Völlig egal. Ja. Jetzt überleg dir mal irgendeinen Spieler. Marcelo, auch Weltklasse gewesen. Auf einmal innerhalb von einem Jahr. Raul war bei Schalke, ne? Ja, aber der war ja gut. Der war ja gut. Sorry, muss ich dir so hinservieren. Einer der harmlosesten, die ich bis jetzt gehört habe. Marcelo, Weltklasse gewesen, jahrelang. Auch dann innerhalb von ein, zwei Jahren ging es auf einmal radikal runter. Was ich sehe, ist ja bei Ronaldo ist immer dieser Vergleich mit Lionel Messi. Und was jetzt ja gerade entsteht, ich weiß nicht, ob das halt auch nur so diese Social-Media-Wahrnehmung ist, die auch immer vor allem bei den jüngeren Leuten sehr extrem ist. Du hast halt diese beiden Spieler, die konstant miteinander verglichen werden. Mhm. Und du hast den einen, der jetzt als ernsthafter Contender zu einer Weltmeisterschaft in Topform fliegt. Und du hast den anderen, der kurz vorher ein Interview abgibt, um halt seinen Verein irgendwie noch durch die Hintertür zu verlassen. Ich glaube, da geht es halt vielmehr einfach, dass Ronaldo versucht vielleicht noch so seine letzten Jahre zu retten. Klar. Im Vergleich zu Messi? Ja klar, also das hat ihn ja dahin gebracht, wo er ist, der unbändige Ehrgeiz. Aber in dem Alter spielen halt irgendwann mal Monate eine Rolle. Ne? Und der Typ wird halt jetzt dann 38 und der spielt seit 20 Jahren auf dem völlig irren Niveau.
ist halt so. Er ist halt älter geworden. Ich bin auch, wer bin ich, dass ich ihm sage, hör auf oder so. Oder geh in die USA oder so. Aber ich, zum jetzigen Zeitpunkt, und da ist jetzt Ten Hag nicht der erste Trainer, der ihm das sagt, sondern das hat ihm Rangnick gesagt und das hat ihm Chris Armes gesagt und vorher Ole Gunnar Solskjaer auch schon. Die Rolle muss jetzt eine andere sein. Also ist Ronaldo Finish deiner Meinung nach? Zumindest als Elitespieler, ja. Ist er. Und ich, es gibt, ich sag dir, der Punkt ist, es gibt noch Sequenzen und es gibt auch sogar noch ganze Saisonsequenzen, da bin ich fest von überzeugt, in denen er helfen kann und in denen er sogar entscheidend sein kann. Aber in der Premier League 38 Spiele auf dem Temponiveau mit der Forderung Ten Hags als auch Rangnicks zu pressen, nicht möglich. Aber hat er die nicht letztes Jahr noch gemacht? Nee, hat er nicht. Es gibt mehrere Zahlen, die belegen, ja, ich habe sie nicht dabei, kann sie mir auch nicht merken, aber glaubt es mir und ich suche dir den Podcast raus, wenn du es haben möchtest, als Faktencheck. Ja. Es gibt, also ich vertrete eh die Meinung, dass der vieles überschminkt hat mit den Toren, die er am Ende erzielt hat, aber ganz schön viele Mitspieler gehemmt hat und wenn er drauf ist, auch bei der portugiesischen Nationalmannschaft so, die hätten sich ja fast gar nicht qualifiziert jetzt, dass wenn Ronaldo drauf ist, dann geben Spieler den Ball in Situationen zu ihm, in denen sie nicht zu ihm geben sollten, sondern selber Dinge machen könnten, weil sie teilweise auch echt individuell große Klasse haben und das hat man bei United gesehen und ich kenne ein paar Interner aus der Kabine auch, der hat Dinge da veranstaltet, die gehen so nicht. Da muss jetzt loslegen. Ich deute es an, weil nein, ansonsten, nicht nur andeuten. Ansonsten das kann ich nicht machen. Darfst du die Quellen nicht verraten, oder was? Auch, es geht auch darum, also es ging darum, dass in dieser ganzen Corona-Zeit Ronaldo versucht hat, Spielern in ihren Impfstatus reinzuquatschen. Und zu dem Zeitpunkt damals war es so, dass United in 2 Wochen 26 Ausbrüche oder so hatte, also auch da, bitte nagel mich nicht auf die Zahlen fest, auf jeden Fall gab es da mal 14 Tage, wo sie so extrem, extrem, extrem viele Ausbrüche hatten, dass sie wirklich überlegt haben, sie müssen Spiele absagen und haben da auch eine richtige Negativserie hingelegt. Und witzigerweise, Ronaldos eigener Impfstatus war genau der umgedrehte als das, was er den Spielern geraten hat. Warum? Keine Ahnung, aber sowas. Muss ich sagen, kann ich jetzt gar nicht verifizieren, hör ich zum ersten Mal von. Ich sehe auch viele, viele fragende Gesichter, aber du hast das eben aus... Ich würde es dir nicht sagen. Also verschiedensten Quellen eben gehört, ja. Ja, ich würde es dir nicht sagen, wenn es nicht so wäre. Ist so. Ist ja auch erstmal nicht schlimm, ne? Aber man sieht nur, also da geht es jetzt gar nicht drum, geimpft oder nicht geimpft ist. Deswegen lasse ich das auch weg, die Information. Das ist egal. Ja. Aber es geht darum, dass man sieht, der hat Einfluss auf Spieler und er nutzt diesen Einfluss. Positiv wie negativ anscheinend. Inzwischen eher negativ, wenn man dem Trainerteams so glauben darf, aber er nutzt ihn. Ja, die Bombe erstmal sacken lassen. Ja, ich glaube, um nochmal so ein bisschen aufs Sportliche zu kommen, du hast ja schon gesagt, die Rolle ist halt eine andere. Die müsste halt annehmen. Wenn nicht, dann halt wie Piqué sagen, okay, ich setze mich nicht auf die Bank, dafür bin ich zu gut, dann höre ich lieber gleich auf, wäre die Alternative. Aber ansonsten sage ich trotzdem, also die Premier League ist die wahrscheinlich stärkste Liga der Welt. Wie viele Tore hat er gemacht? Letzte, das kannst du mir wahrscheinlich 18 genau sagen. Ja, also, ja. Ja, müsste 18 sein. Ja. Die muss man erstmal noch machen. Davor hat er in Italien auch nochmal über 20 gemacht, wo ich sage, okay, der würde dir schon helfen. Also als Stürmer sind halt die Tore auch ganz wichtig. Also ist man froh, wenn man einen hat. Nur es ist halt, wie gesagt, okay, spiel, helf uns mit deinen Toren. Aber es geht halt nicht immer Woche für Woche. Und ich glaube, das ist halt ganz schwer oder scheinbar ganz schwer, das mit ihm irgendwie klar zu kriegen. Auch bei der Nationalmannschaft ist ja das Gleiche jetzt. Also der kann, also ich traue ihm schon zu, dass er mit der Entscheidende ist, der Portugal ganz weit schießt, aber halt nicht jedes Spiel, sondern vielleicht kommt er halt mal erst in Minute 60 und dann sind trotzdem alle vom Gegner erstmal schauen, oh, jetzt kommt Ronaldo auch noch, hoffentlich schießt er jetzt uns heute nicht aus dem Turnier. Also die Ausstrahlung hat er halt einfach, aber wie gesagt, er muss die Rolle selber akzeptieren und das weiß ich nicht. Also das Interview spricht auf jeden Fall dagegen, dass er das machen würde, weil das passt ja auch vor einer WM, das bringt ja die ganze Mannschaft durcheinander. Hast du gerade gesagt, dass Ronaldo vielleicht auch jemand ist, der dann nochmal reinkommt, aber ich würde da einhaken, ist das nicht vielleicht sogar genau das Problem, dass Ronaldo diese Rolle eben nicht akzeptieren will? Weil das war jetzt auch der Streitpunkt mit Ten Hag, da ist ja viel das Wort Respekt gefallen, die verweigerte Einwechslung. Ja, es geht ja los, also ich glaube, das ist nochmal als Information vorab ganz wichtig, warum das Interview dann auch auf so fruchtbaren Boden fällt. Es ging ja los in dem Ligaspiel, als Ten Hag ihn kurz vor Schluss einwechseln will. Darüber kann man jetzt diskutieren. Macht man das mit einem Cristiano Ronaldo, wenn man schon irgendwie
an Tor vorne liegt, bringt man ihn dann noch, ja oder nein? Aber ich meine, der Trainer ist der Trainer und der Spieler ist der Spieler. Also hat der Chef gesagt, du gehst rein, also gehst du rein. Und er wollte nicht reingehen und hat dann sogar das Stadion verlassen. Und zwischen dieser Entscheidung, das ist jetzt kein reiner Impuls, sondern sind ein paar Minuten gelegen. Ne? Also einmal dich nicht einwechseln zu lassen, das kann aus dem Impuls heraus passieren. Darf nicht, also wir können den Spieler gleich mal fragen, aber ich finde, das geht nicht. Und dann aber zur Entscheidung, das Stadion zu verlassen und zu bocken, ist nochmal eine andere. Und am nächsten Tag noch einen Social-Media-Post zu machen mit einer klassischen Non-Pology, nämlich einfach nur erklären, warum ich es gemacht habe, aber nie Entschuldigung sagen. Und das hat dafür gesorgt, dass eh schon ging nicht so gut. Danach hat ihn daraufhin gegen Chelsea aus dem Kader gestrichen, was sehr konsequent war, was, glaube ich, auch irgendwie gespielt war von Ten Hag. Wäre nur clever, das genauso zu machen. Und dann ging es halt jetzt wieder los, dass er ihm am Donnerstag vor diesem Interview schon gesagt hat, du bist wieder nicht im Kader. Und daraufhin gab es dieses Interview. Das ist also auch kein ganz zufälliges, zeitliches Ding, was passiert ist, tippe ich. Also ist so. Und das muss man aber, glaube ich, nochmal wissen, dass man auch da sagt, wenn Ronaldo auf der einen Seite fehlenden Respekt vorwirft, du bist der Spieler, du hast deine Arbeit nicht machen wollen. Also wer respektiert hier wen nicht? Und ich glaube, so muss man es sehen, um das final erklären zu können. Und ich also weiß, Schuld bei Ronaldo, sagst du? Ja, klar. Also ich meine, wir können Johnny fragen, ob, wenn Bo Svensson dir sagt, du gehst jetzt rein, auch wenn es 2 Minuten sind und du dir denkst, geht so, dann gehst du da rein. Ja, grundsätzlich, ich habe das nicht das ganze Interview gesehen und so, deswegen fällt es mir da schwer, auch so viel zu sagen, aber eine Einwechslung hast du nicht zu verweigern. Du gehst rein und wenn du sauer bist, dann kannst du nach dem Spiel noch kurz irgendwie dich bei den Fans bedanken und dann gehst du rein und bist sauer und keine Ahnung, beleidigst den Trainer im Auto für dich oder sonst was. Aber kommt das vor ab und zu, dass man das macht? Oder? Ja gut, glücklich ist man natürlich ist man nicht glücklich, wenn du nicht spielst. Oder du siehst es ja immer ein bisschen anders als Spieler. Sowas kommt vor, aber da muss man sich durchbeißen, glaube ich. Vielleicht fällt es ihm extrem schwer, weil er auch solche Situationen nie hatte in seinem Leben. Aber ja, finde ich auch, sowas geht nicht. Geh rein, spiel 2 Minuten und geh nach Hause. Ja, aber man muss halt auch immer noch, man weiß ja nicht, was davor war. Also es ist ja auch, man weiß schon, also wem man jetzt noch einwechselt oder nicht. Also wollte ihn jetzt wirklich 2 Minuten noch reinbringen, weil er das Spiel noch gewinnen wollte und genau deswegen Ronaldo dafür gebraucht hat. Oder hatten sie vorher schon mal so ein bisschen diskutieren und es kam den Trainer genau richtig, um ihm jetzt nochmal in der Nachspielzeit reinzuwirken, dass du jetzt nochmal reingehst, obwohl wir dich eigentlich gar nicht brauchen, weil er genau wusste, das wird ihn jetzt richtig nerven. Und das ist auch natürlich die Trainerseite, wo du weißt, okay, das kann schon bewusst so gesteuert werden und dann ist es ja auch nicht richtig, weil dann sagst du, okay, dann spielt er halt heute nicht, aber ihm deswegen extra nochmal reinzubringen, kann auch... So ich würde euch beiden mal eine Frage stellen, weil wir drei selber noch nie so Fußball gespielt haben. Sag ich jetzt einfach mal, stimmt? Ja, in der D-Jugend bin ich mal Kreispokalsieger geworden. Stark, stark, stark. Wutsch. Ja, ich wollte eben noch sagen, also bei Cristiano Ronaldo ist einfach das Problem, da herrscht eine große Diskrepanz zwischen seiner Selbstwahrnehmung und der Rolle, die er jetzt langsam bekommt. Das ist, was du sagtest eben, der hatte viele, viele gute Jahre und da jetzt runterzukommen langsam, was der richtige Rhythmus wäre, ja, sich auch mal auf die Bank zu setzen oder auch mal einwechseln zu lassen, mit Würde, ja, irgendwann betrifft es uns alle, mit Würde altern. Und bei Cristiano Ronaldo ist es mittlerweile so, dass er mit Würde seinem Ende als Profi entgegensehen sollte und das schafft er gerade nicht. Und deswegen ist es das, was ich eben gesagt habe, er macht sich vieles kaputt. Damit meinte ich nicht, dass er irgendwie an seinem eigenen Denkmal rüttelt, weil man muss nur auf die letzten Jahre gucken. Aber er wäre besser beraten, glaube ich, wenn er das alles ein bisschen würdevoller machen würde und nicht so dievenhaft. Eine Frage, die ich euch beiden noch stellen wollte, als Ex-Stürmer und Stürmer. Ist denn das, also kann man das als Provokation wahrnehmen? Also ich würde jetzt von außen sagen, hey, wenn ich eingewechselt werde, werde ich eingewechselt. Das ist ja besser, als dann 90 Minuten auf der Bank zu sitzen. Oder kann man das auch, also würdet oder hättest du dich damals oder würdest du dich jetzt verarscht vorkommen, wenn du dann irgendwie bei, keine Ahnung, 4-0 nochmal 2 Minuten eingewechselt wirst? Kann man da Cristiano verstehen? Ja, also wie gesagt, nur wenn man halt wüsste, was davor passiert. Also es kann
davor ja schon zu Diskussionen gekommen sein? Also jetzt nicht im Spiel, sondern unter der Trainingswoche. Und dann weißt du als Spieler genau, okay, jetzt wollte er mir am Ende noch schön einen reindrücken und hat mich deswegen hier jetzt nochmal eine Minute aufs Feld geschickt. Also das war nicht, weil er mich jetzt gebraucht hat, sondern weil er... Und du würdest doch trotzdem reingehen. Also ja, kannst ja sauer sein. Das steht ja, gesagt, geh hier heim, mach ein Keanu Staudi-Video oder was, aber eine WhatsApp. Das steht ja außer Frage. Also du, natürlich musst du reingehen. Es ist halt einfach so, der Trainer ruft dich und dann hast du da reinzugehen. Es ist einfach so, aber trotzdem auch kann sein, auch vom Trainer war es in dem Fall vielleicht genau bewusst und dann in dem Fall auch nicht okay. Johnny, wolltest du, glaube ich, was sagen? Ja, ich würde auch sagen, du musst reingehen, Punkt. Aber als Provokation, also es gibt schon Situationen, wo du denkst, so gut, jetzt ist 89-3-0, jetzt brauchst du mich auch nicht mehr bringen, wenn du mich davor nicht gebraucht hast. Aber du gehst trotzdem rein und als Provokation das zu werten, ja, du weißt ja nicht, was in dem Trainer vorgeht oder was der will, deswegen schwierig. Es ist wirklich schwierig, die ganze Situation. Man hat es ja nur, also ich habe jetzt auch nicht das ganze Interview gesehen, muss ich gestehen. Es sind ja, glaube ich, irgendwie anderthalb Stunden. Da hieß es wohl irgendwie, Ten Hag hätte dann vorher auf einer Pressekonferenz gesagt, er will Ronaldo für die wichtigen Spiele schonen. Das soll dann wohl das wichtige Spiel gewesen sein. Und dann wurde er da eben nur für 2 Minuten gebracht. Ich glaube, wir können festhalten, die Situation zwischen Ronaldo und Manchester United und eben Erik ten Hag ist kompliziert. Das Tischtuch ist zerschnitten und wir sind gespannt, wo Cristiano Ronaldo dann ab dem 1. Januar vielleicht unter Vertrag steht und in der Rückrunde auf Torejagd nochmal geht. Wir würden es ihm wünschen. Wir sehen uns nach einer ganz kurzen Werbepause wieder, denn gleich gibt es nochmal mit allen hier vor Ort ein kleines WM-Quiz, bei dem ihr auch interaktiv von zu Hause aus mitmachen könnt. Also bleibt dran und Torwart, ganz wichtig, bis gleich. Auf dem Platz. Wir sind zurück bei Ed Broski, eurer Fußball-Talkshow. Das ist die Stelle, wo das Publikum normalerweise applaudiert. Sag. Danke. Und wir haben jetzt was Cooles für euch vorbereitet, denn jetzt gibt es ein kleines WM-Quiz hier mit unseren Gästen vor Ort. Und ihr könnt daran auch teilnehmen. Das Ganze ist in Kooperation zusammen mit Adidas. Wenn ihr den eingeblendeten, ich zeige mal ganz kurz drauf, hier, den QR-Code von zu Hause aus scannt, könnt ihr gleichzeitig mit teilnehmen und habt auch die Chance auf exklusive Gewinne von Adidas. Das Ganze über die App könnt ihr sehr gerne mal vorbeischauen. Lustiger Fun-Fact, wenn ihr in der App was gewinnt oder nicht gewinnt, dann seht ihr auch die ganze Zeit mein Gesicht. Also, ne, vielleicht mögt ihr es, vielleicht nicht. Seht ihr dann einfach gerne mal den QR-Code scannen und dann würde ich sagen, wenn die Regie fertig ist, dann können wir hier sehr gerne mit dem Quiz reinstarten. Ich weiß gar nicht, mache ich selber auch mit? Ja. Ja, alles klar. So, Quiz ab. Weiß nicht, wo wir sind. Oh ja. 114, oder? 113. Oh, hey, geil. Reingerufen, trotzdem falsch. Stark. Aber 113 oder was? Würde ich sagen. Ja, also wir machen es immer so, dass man einfach reinruft, ne? Wenn okay. Einer denkt, dass er es weiß. Ich sag 113. Ja, und die Regie sagt, ich lese nächstes Mal vor, sorry. Also 113, Leute. Von welchem Spieler kam das Zuspiel auf Schüle kurz vor dessen Vorlage zum entscheidenden WM-Tor von Mario Götze im Finale 2014? Groß. Das ist schlimm, dass man das nicht weiß, aber ich könnte es dir nicht sagen. Ich weiß es nicht, aber es war ja, also gut, Groß ist die Passmaschine und Schweinsteiger, glaube ich, war es das größte Spiel seiner Karriere wahrscheinlich. Johnny, weißt du es? Nein, absolut nicht. Waren noch alle drei auf dem Platz wahrscheinlich schon, oder? Ich würde sagen, aus dem zentralen Mittelfeld. Aber ja, ich hätte jetzt auch Groß gesagt, aber wahrscheinlich ist er schon ausgewechselt gewesen zu dem Zeitpunkt. Keine Ahnung. Jetzt eingeblendet? Groß, tatsächlich, Applaus, richtig, stark. Ja, ihr seht hier die Bälle. Achso, nee, die Frage ist, wie heißt der Ball? Jabulani. Ja. Ja. Achso, okay, ja. Mhm. Ja. Bester Ball ever. Ja, der ist so geil geflattert, ne? Den fand ich wirklich sensationell. Wie viele Tore erzielte Ex-Nationalspieler Miroslav Klose insgesamt bei seinen 4 WM-Teilnahmen? 16, würde ich sagen. Sind 16. Richtig, Applaus, stark. Applaus.
Dann haben wir hier ein wunderschönes Trikot. Und da ist jetzt die Frage, zu welcher Nation gehört das? Dänemark, Japan oder Tunesien? Japan. Japan. Ich sag Japan. Ich weiß. Ja. Soll ich... Ist richtig sogar... Oh, scheiße. Ich hätte fast was Falsches gesagt. Die anderen haben andere Ausrüster, deshalb. Stark. Gegen wen spielte Deutschland im WM-Finale 1974? Gegen die Niederlande, Brasilien oder Argentinien? Easy. Die leichteste Frage von heute. Also für die ältere Generation. Für die Opas hier. Ja, ja, Brasilien. Haben wir eben schon gehört, 98. Weißt du's denn? Nein, ich so... Bist du nicht ganz sicher, oder? Doch, ich bin mir sicher. Katar. Du bist dir nicht sicher? Doch. Ja? Oder? Nämlich? Gerd Müller. Die Niederlande, oder? Ja. Ich glaube 90 war. Nein, ich glaube 90 war Argentinien, ne? 90 war Argentinien. Ja, nee, ich habe gerade überlegt, wegen dieses Matthäus Maradona, da musste ich kurz einmal die Zeit einordnen. Ja, doch. Müsste die Niederlande sein, oder? Kriegst du alle Weltmeister hin seit 1930? Ich habe. Sollen wir mal zusammen machen? Komm mal. Alle Weltmeister? Also fangen wir an. 2022 Deutschland. Nein, lass uns vorne anfangen, am Anfang. Also nee, ich muss von oben runter, sonst blamiere ich mich direkt. Ja, okay, dann. Okay, also 18, Frankreich, ja. 14 Deutschland, ja. 10 Spanien, ja. 6 Italien, 2-2 Brasilien, 98 Frankreich, 94 wird dann schon schwierig. Roberto Baggio schießt in den Nacht. Brasilien. Also Elfmeterschießen. Ja. Ah, 94 Meter, ist es dann auch nochmal Brasilien, oder was? Ja. Mhm. Ja. Dann 90 Deutschland, 86 Argentinien, 82 Italien nochmal, 78 Argentinien, 74 Deutschland, 70 Brasilien, 66 England, 62 Brasilien, 58 Brasilien, 54 Deutschland, 1950 Uruguay, glaube ich, richtig? Ja, dann ab da bin ich raus. Ja? Ja. Okay, dann. War stark. Acht. Ja. Das ist jetzt so. 1938 Italien, 34 Italien und 30 war Uruguay die erste. Stimmt, Uruguay wären die ersten, ne? Ja. Uruguay war die erste. Guck mal, deshalb ist er Experte und ich moderiere das Ding nur. Ein ganz großen Applaus, das ist stark. Vor allem so selbstsicher, ne? Sitzt du hier. Ja. Krass. Welcher ehemalige DFB-Spieler absolvierte die meisten Spiele bei Weltmeisterschaften? Lothar Matthäus, Miroslav Klose oder Bastian Schweinsteiger? Jetzt frage ich euch, ich bin jetzt ab jetzt raus. Klose, sagst du? Ich meine, ich habe das auch vor ein oder zwei Tagen mal gelesen und dachte mir auch, hoppla, ich glaube Klose. Aber er ist entweder eins oder zwei und Matthäus ist eins oder zwei auch. Aber also das Einzige als Tipp, was ich geben kann, ich glaube, Matthäus ist einer der wenigen, der irgendwie vier Weltmeisterschaften gespielt hat. Genau, der war am häufigsten dabei. Ja. Und 150 Länderspiele, ne? Rekordnationalspiele. Also ich würde eher Matthäus, ja. Also dann. Applaus, stark, Matthäus. Sehr gut. Nach wie vielen Sekunden wurde das schnellste Tor überhaupt erzielt? 11 Sekunden, 15 Sekunden oder 19 Sekunden? Komm, Johnny, gib mal einen Tipp ab. Jetzt bist du mal dran. Ja. Hat es Mainz erzielt, das Tor? Mainz? Ja. Bei einer WM. Ach, das ist ein WM-Quiz, ne? Ja, klar, ich wollte locken. Eher nicht. Ich sag mal 11 Sekunden. Schauen wir uns an. Boah, stark. Vielleicht hat es ja ein Mainzer erzählt. Weiß ich. Kann mir die Regie aufs Ohr geben, wer es war? Oder weiß es hier einer irgendwo? Ja, ehrlich? Stark gegen wen? Also WM gegen? Weiß nicht. 2002? Ja? Geile Mannschaft. Stark. Leute, den müssen wir scouten, ne? Nächste Sendung. Soll ich gehen? Oder? Nein, alles gut. Oder ich hätte Verständnis, wenn ihr tauscht. Ja, Management meldet sich, ne? Ja, weiß Bescheid. Wie viele verschiedene Nationen wurden schon Weltmeister? 8, 10 oder 5? Können wir jetzt zählen, was du aufgezählt hast eben. Kannst du es nochmal aufzählen? Kannst du nochmal aufzählen, ja. Ich glaube, ich weiß es aber. Also ja, ich meine, es sind 8, oder? Ich würde sagen 8, ja. 5 nicht? Nee, ist zu wenig. Hey, 5 aber 8. 8 sind es. Stark. Applaus.
Dann ist jetzt wieder die Frage, welches Trikot das ist: Mexiko, Marokko oder Australien? Mexiko. Hat Marokko Adidas? Nein, Marokko. Keine Ahnung. Was soll das denn sein da drauf? Also ich muss wirklich sagen, entweder bin ich jetzt komplett richtig oder komplett verloren, aber sind es diese Nazca-Linien? Also ich weiß es nur, weil es mal so eine Yu-Gi-Oh!-Serie gab, wo es um diese Nazca-Dinger ging. Das zweite. Kennt ihr einer? Mexiko. Ja! Yu-Gi-Oh! Stark! Yu-Gi-Oh! 5Ds, Grüße. Gelang es einer Nation innerhalb der letzten 10 Weltmeisterschaften, ihren Titel zu verteidigen? Nee. Gab's Brasilien, ne? Also aber war das innerhalb der letzten 10? Mal gucken, ob es 10 war, ne? Muss mal 10. Wann? Jetzt muss ich mal zurückrechnen, aber... Ja, 40 nee, Jahre dann nicht. Nee, das ist zu lang, ja, ist zu lang. Also nee, die letzten 40, seit 82, nee, 86, ne? Nein. Ja, stark, wir waren richtig, auf nein. Welche Nation hat bisher die meisten Tore bei Weltmeisterschaften erzielt? Aus dem Bauch aus Brasilien, oder? Also, Niederlande war ja nie dabei. Könnte Deutschland sein, ne? Die haben doch mal, haben die nicht mal gegen Saudi-Arabien 8-0 gewonnen, dann das Halbfinale gegen Brasilien 7-1 und schon mal 15 Tore, glaube ich. Kann schon sein, so. Ja. Gerd Müller dann, Deutschland. Oh ja, du hattest recht. Du hattest recht, ja. Ich wäre jetzt intuitiv echt mit Brasilien gegangen. Welches Land kann die meisten WM-Teilnahmen für sich verbuchen? Brasilien, Deutschland oder Argentinien? Ich hätte jetzt Deutschland und Brasilien getippt, aber... Waren wir nicht immer dabei? Ich hätte jetzt eigentlich irgendwie auch gedacht, aber... Ah nee, da gab es einmal, nee, wir waren 30ern, ja einmal, glaube ich, eine Kontroverse, wo ja, nicht durfte, ne? Also ja, falls ja, du gut. dich erinnerst an die Zeit, aber... Ja, ja. Brasilien, stark. Oh, die Frage bitte an Johnny Burkhardt. Was ist das für ein Ball? Geile. Tango. Nein, Spaß. Teamgeist. Stark, da applaudiere ich auch. Das freut mich. 2000er Baujahr und er kennt den Ball. Das finde ich gut. Welche Nation hat die meisten WM-Gegentore kassiert? Ui. Deutschland, England oder Kroatien? Ja, wahrscheinlich also Kroatien England. Geht ja gar nicht, ne? Weiß auch nicht, war Kroatien immer dabei? Seit Unabhängigkeit. Naja, 10 Elfmeter schießen dazu, dann ist es England, ja. Wollt ihr England einloggen? Oh, nee, ist Deutschland. Oh, krass. Krass. Aber gut, wir sind ja auch immer dabei, ne? Interessant. Welche Nation hat bei Weltmeisterschaften insgesamt die meisten Elfmeter zugesprochen bekommen? Oha. Alle murmeln hier Italien. Komisch, ne, oder? Filippo Inzaghi. Die fallen leicht. Italiener. Sind nur per Foul zu shoppen. War das bei der WM 2006 mit diesem Schwalbentraining? Italien, ja, ne? Mit was? Es gab auch immer diesen legendären Clip mit dem Schwalbentraining bei Italien, oder? War das 2006, meine ich? Also wir wollen mal Italien einloggen, Regie. Oh! Ja, gut. Haben wir ihn Unrecht getan? Spanien. Es war zu einfach, ne, die Antwortmöglichkeiten. Es war klar, dass wir da hingehen. Ja. Belgien. Stark, wir loggen Belgien ein. Sensationelles Trikot. Echt gut. Stark. Applaus. Uli, sehr stark. Sehr gut. Trikot-Experte. Das Trikot ist einfach super. Also, ich finde es eines der schönsten bei der ganzen WM. Ja. Hast du so ein Lieblingstrikot bei der WM? Ich glaube, das ist weit vorn. Ja, ich wie findet ihr das deutsche Trikot? Ja, ist okay. Also, ehrlich jetzt? Ja. Wie sagt ihr wirklich nur okay? Also ja, gut, ich meine es ja. Gefällt dir? Ich finde es übel gut. Also, übrigens, hier nichts mit Adidas zu tun. Ich finde das wirklich geil. Nee, ich finde, also, Japan ist auch sehr gut. Ich muss Japan mal jetzt wirklich hier. Das ist wieder die Regie. Stark. Die Regie wird wieder sauer sein, weil ich hier rumlaufe und Sachen außerhalb mache, die nicht geplant sind. Aber guckt euch das mal an. Das ist geil, oder? Einfach. Das Ding wird hier nachher noch verlost, unterschrieben mit allen Spielern. Mal leer machen, wer will es haben? Wer hat Bock drauf? Da wird Auge gelegt. Ich
Das ganz Schwarze, das fand ich sehr schön. Bei welchem Turnier jetzt auch, bei den letzten Turnieren? Ne? Ganz in Schwarz. Wie fandet ihr das 2014er, das Grüne? Fand ich auch ganz cool. Wurde halt irgendwie gefühlt nie benutzt, ne? War nix? Das rote 2-6 war auch stark, das ne? Das war geil. Habt ihr generell so ein Lieblingstrikot? Generell ein Lieblingstrikot? Ja. So vom Design, meinst du? Ja. Also ich mag es ganz gerne, wenn es einfach sehr schlicht ist. Wenn du nur Streifen siehst oder nur eine Farbe, diese ganz verspielten mag ich nicht so gerne. Lieber so ein bisschen ganz, ganz klassisch. Sowas mag ich gerne. Okay, wir werden als nächstes uns an die Torwand bewegen. Ich sehe, ich habe ein Problem mit meinem Mikrofon. Ich hoffe, das war in Ordnung. Wir gehen rüber. Torwand. Habt ihr Bock? Oh ja. Wir gehen rüber. Und ihr müsst alle schießen. Außer, sagen wir gleich. So, ihr dürft euch hier vor Ort auch natürlich wieder freuen, denn wir werden jetzt hier fleißig, jeder zwei unten, jeder zwei oben, auf diese wunderschöne Torwand schießen. Und es wird auch Sachen zum Verlosen geben. Unter anderem hier den wunderschönen WM-Ball, auch wieder zur Verfügung gestellt von Adidas. Einmal ganz großen Applaus. Adidas, wirklich ein sehr cooler Partner gewesen für die Show hier. Was visierst du an? Prima, zack. Die wirklich uns hier die Bälle zur Verfügung gestellt haben, die Live-Schalte ins Trainingslager des deutschen Nationalteams ermöglicht haben. Lieben Gruß nochmal da an Nico Schlotterbeck, die uns die Trikots zur Verfügung gestellt haben. Wir haben, soweit ich das weiß, noch ein Trikot, wo auch Müller und Gnabry unterschrieben haben. Also ganz verrückt. Einen unterschriebenen Ball haben wir auch noch. Aber ich würde sagen, jetzt gehen wir erstmal an die Torwand. Johnny hat gesagt, er kann nicht schießen. Ja, ich bin raus. Ich habe mir im letzten Spiel ein bisschen am Knie wehgetan. Schießt der auch mit, oder? Hast du es gehört? Ja. Ja. Hat sich nicht so traurig angehört. Also schießt ihr auch mit? Schießt ihr mit? Ja, dann haben wir Ersatz, dann schon dein Knie. Ihr könnt euch eine Reihenfolge überlegen. Ich muss als letztes schießen, das ist immer so. Wer möchte? Komm, mach ich dir die. Mach was. Applaus für Robby Funke. Von hier? Ja. Erst zwei unten, dann zwei oben. Vier haben wir, ne? Ja. Alles klar. Ach du Schreck. Okay. Ihr müsst so einen, kriegt ihr das hin? So einen pulsierenden Applaus? Wenn er kurz vorm... Ja. Bitte. Ja. Geil. Boah. Boah. Stark. Gewalt. Jetzt zwei oben. Digga, was geht bei dir ab? Oh! Okay, zwei. Alter, fuck, Peter Knebel, merkt ihr mal hier, Robby Junke, ne? So, zweiter Schütze. Jetzt brauchen wir erstmal einen, der keinen trifft, vielleicht. Soll ich? Oh. Uli Hebel ist unser zweiter Schütze. Macht Lärm für ihn. Sorry. Alles gut. Hast du einen No-Look versucht? Nee, ich hab... Ich versuch, meine Schuhe nicht zu verlieren. Boah. Oh, bei oben. Boah. Na ja, schade. Trotzdem stark. Ja, naja. Aber ja, trotzdem nochmal Applaus. War knapp, dass es knapp wird, vielleicht. Zwei oben für Toni Leto. Letzter. Jetzt kommt der Ex-Nationalspieler. Eieiei. Das mag nichts heißen. Oh! Wow. Zählt? Ja, zählt. Stark. Die Uhr geklingelt. Oh. Bei ihm kannst du was abgucken. Hättest du das mal früher gemacht, gleichen Ball. Hättest du das mal früher gemacht, dann wären kennt ihr das, wenn, fünf Sterne. Wenn so ein Spieler das Feld betritt und dann so einen Raum durchgeht und die sagen, der hat mal höher gespielt?
Der hat mal höher gespielt. Oh. Ganz großen Applaus nochmal für Benny Laut. Letzter Versuch. Ach, er war nix. So, Jana. Die hat mal höher gespielt, ne? Ja, ja. Warte ab. Boah. Richtung war super. So, zweiter. Oh, sorry. Oh! Oh! Ja. So. Jetzt kommt Schalke. Zeig der Welt, dass du besser bist als Robby Hunke. Da hat er wenigstens zwei. Oh. Mann, Robby Hunke, neben dir kann man nur scheiße aussehen, ey. Das hat mal einer gesagt. Oh. Ja, Freunde, das war Ed Broski. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir drehen uns doch mal und sagen vielen lieben Dank, wie immer, an das Saturn Experion, an Saturn, ans Experion. Dankeschön, dass ihr alle gekommen seid. Großen Applaus nochmal für euch. Nochmal einen großen Applaus für unsere wunderbaren Gäste, die mit dabei waren. Und nochmal ein dickes Dankeschön an Adidas, die diese Sendung unterstützt haben. Wir sehen uns im Dezember wieder. Das ist der Montag nach dem WM-Finale. Da werden wir ausführlich drüber reden. Ansonsten könnt ihr sehr gerne bei der Adidas Family Reunion vorbeischauen. 29. November dick im Kalender eintragen. Da bin ich mit am Start. Werde das Ganze bei mir auf dem Kanal hosten. Unter anderem Claudio Pizarro, Bundesliga-Legende. Ihr wisst Bescheid. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und nochmal einen kräftigen Applaus. Auf Wiedersehen.